Herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Wir wollen heute beim 50-jährigen Jubiläum der 68er über die 68er reden. Aber das wäre ja langweilig, wenn man das nicht mit einem Zeitzeugen bespricht. Und einen besseren, denke ich, konnten wir nicht finden. Tausend Dank, Herr Ströbele, dass Sie zugesagt haben, heute in Form der Rückschau eine ganz persönliche Rückschau zu betreiben. Und wir werden auch keine Glorifizierung vornehmen, sondern werden die Dinge, so wie sie sind, beschreiben. Sie werden sie so beschreiben und wir werden möglicherweise dann in Teil der freien Diskussion darauf zurückkommen. Die schwierigen Dinge, Sie alle haben das vor Augen, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke brach sozusagen erstmal der Elan ab. Es gab dann verschiedenste Neugründungen, unter anderem auch dann die RAF. Darüber wird Herr Ströbele natürlich wie kein anderer darüber reden können. Wir haben es ja dort mit einer Situation zu tun, dass zunächst einmal das sozialistische Anwaltskollektiv, was Sie gründeten mit Otto Schilly und Horst Mahler, in ihrer politischen Ausrichtung dann nachher sehr individualisiert vorging. Und ich denke, Sie werden nochmal zu diesem Komplex natürlich Stellung nehmen. Aber wir wollen sozusagen nicht stehen bleiben bei der geschichtlichen Bewertung und Betrachtung, sondern wir alle leiden, sonst wären Sie, glaube ich, heute Morgen ja nicht hier, unter dem Rollback, sprich Aktivitäten der AfD oder Rechtspopulisten aller Couleur bis hin zu den Nazis. Und auch darüber wollen wir sprechen, wie der positive Geist der 68er wenigstens erhalten bleibt, wenn nicht sogar uns beauftragt, mit allen Mitteln uns gegen die Restauration zu wehren. Die jüngere Studentengeneration kennt Herrn Ströbele natürlich als einen besonders aktiven Parlamentarier, aber nicht im Sinne des Mainstreams, sondern als einen, der permanent seinen Finger in die Wunden legte, was Bürgerrechte betraf, Datenschutz betraf. Wir wissen alle, dass Sie sich sehr früh dafür eingesetzt haben, Herrn Snowden hier aufzunehmen, Asyl zu gewähren. Das ist leider nichts geworden, aber deshalb ist ja Ihr Kampf nicht falsch gewesen. Und wenn man Ihre Kämpfe eben zusammenfasst, dann denke ich, ist es nicht hohl, wenn man sagt, Sie setzen sich eigentlich tagtäglich auch über die parlamentarische Zeit hinaus ein für die Verbesserung der Welt. Herr Ströbele, nochmal tausend Dank, dass Sie an diesem schönen Sonntag bei uns sind. Wir haben die Sonne und ich denke, wir gehen alle mit intellektuellem Hochgenuss aus dieser Veranstaltung raus. Sie haben das Wort. Ja. Ja, ich sage auch erstmal guten Morgen am Sonntagmorgen. Das ist ein gewöhnlicher Zeitpunkt. Dem ist wahrscheinlich zu schulden, dass diese Universität ja für mich jedenfalls nicht zugänglich war. Das ist schon ein großer Unterschied zu 1968. Ich glaube, da hätten wir nicht hingenommen, dass wir an der Pforte gesagt bekommen, Sie können hier nicht rein. Und dann auf den Hinweis, dass ich hier zu einer Veranstaltung muss. Hier ist keine Veranstaltung und ich darf Sie nicht reinlassen und Sie müssen wieder gehen. Das ist mir vorne an der Hauptpforte hier, zu der ich bestellt war, mitgeteilt worden. Es war weit und breit kein Mensch. Dann bin ich um dieses Haus rum und nachdem auch hinten nicht auf war, wollte ich gerade nach Hause gehen. Und da hat mich jemand, der jetzt glaube ich auch hier ist, abgefangen. Also dann bin ich zurückgegangen. Also für mich unvorstellbar, dass eine Universität und noch so eine große wie hier überhaupt nicht betretbar ist, also wo man gar nicht reinkommt, ohne vielleicht viele Sicherheitschecks und Ausweise und weiß ich was alles vorweisen zu können.
Also schon mal ein Unterschied zu 68. Jetzt kommen wir zurück auf 1968. Da gibt es viele Auffassungen und Ansichten, die einfach nicht richtig sind. Also 1968 war nicht das Ende der außerparlamentarischen Opposition. Also wenn man das überhaupt jetzt in dieser Weise dem Stellenwert geben, dann war das vielleicht der Höhepunkt, 68, 69. Und dass man 68 jetzt dann auch noch mit der RAF in Verbindung bringt, das passt nun überhaupt nicht. Die RAF hat es mehr als 2 Jahre später überhaupt, gab es diese Buchstaben zum ersten Mal, und dass da Leute in Untergrund gegangen sind und das gemacht haben. Und 2 Jahre waren damals eine lange, lange Zeit. Also wenn ich mich heute erinnere, was heute vor 2 Jahren waren, ist auch schon lange zurück. Und das war damals natürlich noch viel dramatischer angesichts der vielen Ereignisse, die da waren. Deshalb kann man all das so nicht sagen. Wir haben auch das Sozialistische Anwaltskollektiv, das ist kein Mysterium, das wurde 1969, Anfang Mai 1969 gegründet, also auch ein gutes Jahr später erst. Und das Sozialistische Anwaltskollektiv war ein Büro mit 4 Anwälten, einer davon war Horst Mahler, der andere hieß Klaus Eschen und der dritte Ulrich K. Preuß und ich. Horst Schiele hatte damit nichts zu tun. Wir haben zwar mit ihm hin und wieder zusammengearbeitet, weil er auch in Studentenprozessen tätig war und weil seine Praxis bei uns gegenüber war, auf der anderen Seite des Parks am Fasanplatz in Charlottenburg. Das Sozialistische Anwaltskollektiv war eine Gründung aus der Zeit raus, weil es sich um Anwälte handelt und Referendare, die da noch waren, und Mitarbeiter, die eben was ganz anderes wollten als eine normale Anwaltspraxis. Das auch. Aber wir wollten von Anfang an niemals die Unterdrücker gegen die Unterdrückten, also Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer vertreten und niemals Vermieter gegen Mieter, sondern immer nur umgekehrt. Das war Prinzip, das haben wir auch 10 Jahre lang durchgehalten, obwohl natürlich viel mehr Geld zu verdienen ist, wenn man auf der anderen Seite tätig ist. Und kollektiv war, dass wir alle den gleichen Lohn bekamen, alle grundsätzlich das Gleiche in dem Betrieb, wenn man so will, in dem Kollektiv zu sagen hatten. Also wir haben versucht, wie viele andere ja auch, im Buchladenkollektiv, im Kneipenkollektiv, im Fahrradkollektiv, im Kinderladenkollektiv und so weiter, schon unsere Formen, neuen Formen, neu entwickelten Formen der menschlichen Zusammenarbeit, des menschlichen Zusammenwirkens und Zusammenlebens zu praktizieren. Auch das haben wir dann bis zum Ende des Sozialistischen Anwaltskollektivs, Ende 1979, so beibehalten. Nur erstmal, um da ein bisschen Grund reinzubringen. Die außerparlamentarische Opposition, das wird heutzutage auch völlig durcheinander gebracht. Viele meinen, also vor allen Dingen in der CSU, die wollen ja jetzt eine konservative Revolution anzetteln. Viel Glück kann ich sagen und ich frage immer, was wollt ihr revolutionieren? Das müsst ihr uns doch mal sagen, was ihr zurückdrehen wollt, was ihr wieder anders machen wollt. Wollt ihr in die Zeit zurück, gegen die wir revoltiert haben, also die Zeit, in der die Frau den Mann fragen musste, ob sie Arbeit aufnehmen darf, in dem das Züchtigungsrecht der Eltern gegenüber den Kindern bestand, also die Dresche zu Hause war selbstverständlich, es gab kaum einen Haushalt, wo das nicht funktionierte, dann übertragen auf Lehrer und Erzieher. Wollt ihr wieder, dass Homosexuelle, wenn ein 31-Jähriger mit einem 35-Jähriger zusammen im Bett erwischt wird, dass der ins Gefängnis wandert, wollt ihr das alles so wieder haben, dann sollen sie es sagen, kann man darüber reden, vielleicht sind wir ja einer Meinung, weil wir sagen, das hat sich nicht bewährt und die Schwulen-Ehe funktioniert nicht richtig oder so, da kann man ja darüber diskutieren, aber die,
die über diese damalige Revolte, Bewegung, wir wollten eine Revolution, die wissen meistens gar nicht, von was sie reden. Und was war das damals? Die außerparlamentarische Opposition war erstens, und das ist ganz, ganz wichtig, keine kleine deutsche Erscheinung, so wie das dargestellt wird von ein paar Bürgersöhnen und Bürgertöchtern, sondern war Teil, und so haben wir uns auch begriffen, so ohne das ist vieles nicht zu verstehen, einer internationalen Bewegung. Wir haben das gar nicht mal erfunden, sondern wie die Aktionsformen ja schon sagen, das kam aus den USA, aus Kalifornien. Also Teach-ins, Sit-ins, Love-ins, das war alles, was eine Erfindung, nicht nur die Namen, sondern auch das, was das beinhaltete, kam aus Kalifornien. Und diese weltweite Bewegung, das Alte zu überwinden, was Neues zu machen, eine ganz neue Gesellschaft mit einer ganz neuen Musik, mit einer ganz neuen Kultur, mit ganz neuen Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, das gab es in ganz Westeuropa. Das gab es in England, das gab es in Frankreich, wo ja Anfang Mai 1968 fast der damalige übermächtige Staatspräsident de Gaulle gestürzt worden wäre, wo er eine Panzerdivision in Bewegung bringen musste, um zu verhindern, dass er gestürzt wird. Das gab es in Italien und das gab es sogar in einigen Ostländern, wie zum Beispiel in Prag. Ich war im Prager Frühling natürlich selbstverständlich in Prag und habe auch da bei Teach-ins in Vorlesungen in der Universität gesehen. Also erstmal ganz wichtig, diese internationale Komponente. Und die war vor allen Dingen genährt durch die Ablehnung, die Gegnerschaft, die Bekämpfung des Vietnamkriegs. Ohne den Vietnamkrieg hätte es diese weltweite Bewegung so nicht gegeben. Es hat uns, und das kann ich von mir persönlich sagen, jede Nacht in Wut gebracht, in ungeheuer emotionalisiert, wenn wir vor den neuen Fernsehapparaten, bis dahin gab es ja keine Fernsehapparate zu Hause, bei meinen Eltern so gab es das alles noch nicht, vor Fernsehapparaten saßen und gesehen haben, wie die Vereinigten Staaten, die hier in Berlin, in West-Berlin damals unsere Freiheit sichern sollten und unsere Vorbilder sein sollten, die einen John F. Kennedy hervorgebracht hat, vor den ich natürlich geschwärmt habe und bei dessen Ermordung ich heulend vor Schöneberger Rathaus gestanden habe, aber ich musste zur Kenntnis nehmen, dass auch dieser Präsident den Krieg in Vietnam durchgeführt und nicht beendet, sogar verstärkt und zusätzlich mobilisiert hat. Ein Krieg, von dem ich heute noch sage, es war ein Völkermordkrieg, ein völkermörderischer Krieg. Da sind mehr als 2 Millionen Vietnamesen ermordet worden, getötet worden. 40.000 US-Soldaten gestorben. Und der damalige Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Vietnam hat erklärt, unser Ziel ist, wir bomben Vietnam in die Steinzeit zurück. Und dann sahen wir jeden Abend, jede Nacht, damals wurde das noch nicht so zensiert wie heute im Irak oder in Syrien oder so, da wurde das alles noch gesendet, wo diese Bomberflotten da losfliegen und überall über Hanoi und über Nordvietnam und über den Wäldern dort ihre Bombenteppiche abluden. In Vietnam sind viel, viel mehr Bomben abgeworfen worden als in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Und das muss man sich vorstellen. Also das war das, wo wir gesagt haben, das ist nicht unsere Welt, das kann nicht unser Verbündeter sein, sondern wir gehen dagegen auf die Straße gegen diesen Krieg. Und wir waren da gemeinsam Arm in Arm mit den Leuten eben in den anderen, in den genannten Ländern, vor allen Dingen in den USA. In den USA gab es eine so starke Anti-Vietnam-Kriegsbewegung, dass sie nachher ja sogar zum Erfolg geführt hat. Einige Jahre später, 1975, ist der Krieg dann erst zu Ende gegangen. Das war die erste, zweite Gruppe. Das zweite, entscheidend wichtig, auch wenn das heute manchmal bestritten wird, war, dass wir gegen die Zustände an den Universitäten, natürlich der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, das wollten wir nicht, da wollten wir anders, da wollten wir Mitbestimmung, da wollten wir Drittelparität, da wollten wir, dass die Universitätsinhalte, die Universitäts,
Vorlesung, die Universitätslehre gestalten, dass da die Studenten gleichberechtigt mitwirken können. Das haben wir praktiziert und wenn die Professoren nicht wollten, dann wurde es gegen ihren Willen praktiziert, manchmal auch handgreiflich und manchmal auch nur mit Teach-ins und Störung oder Verhinderung der Veranstaltung von bestimmten Professoren. Das war das Zweite. Und das Dritte, was wir damals bemerkt haben, war, überall um uns rum waren die alten Nazis. Völlig nicht unentdeckt, man wusste das ja. Und ich bin 1968, ich war damals nicht mehr Student, sondern Referendar in der Referendarsausbildung, dadurch zusätzlich mobilisiert worden, dass der Leiter meiner Arbeitsgemeinschaft, ein Dr. Oske, also ein hoher Richter hier in Berlin, in einem Schwurgerichtsprozess Vorsitzender war, wo der einzige Richter am Volksgerichtshof, Herr Rehse, der jemals in Deutschland nach dem Krieg vor Gericht gestellt worden ist, freigesprochen worden ist. Mit der Begründung, was unter der Nazizeit Recht war, kann jetzt nicht plötzlich Unrecht sein. Das können wir ihm nicht plötzlich vorwerfen. Also uns hat das nicht mehr in den Stühlen gehalten. Wir haben uns das Urteil besorgt, bin zu der Arbeitsgemeinschaft nicht mehr hingegangen. Man muss sich ja klar machen, dieser Volksgerichtshof und auch Herr Rehse, dem wurden 231 Todesurteile vorgeworfen. 7 wurden genau verhandelt und das waren so Urteile wie nach einer Viertelstunde Verhandlung wegen Wehrkraftversetzung, weil einer Führwitze oder sowas gemacht hatte, ging dann der geschlossene Senat nach hinten ins Beratungszimmer und schon an der Schwelle zum Beratungszimmer sagte Roland Freisler, der Vorsitzende, rübe runter. Die 3 anderen nickten und dann kamen sie zurück und haben das Urteil verkündet. Das war das Recht, was gegolten hat und wo Herr Dr. Oske und das Westberliner Gericht gesagt hat, das kann heute nicht strafbar sein, weil das ja so. Und genauso war es überall in der Gesellschaft. Alles war verkrustet. Wir stellten das fest, dass Professoren, bei dem ich Verwaltungsrecht gehört habe, der Papst damals des Verwaltungsrechts, Herr Forsthoff, in Heidelberg habe ich den selber gehört, dessen dem zu Füßen gesessen und den seinen Vorlesungen gelauscht vorher. Von dem wurden wir dann mit oder haben wir aufgearbeitet, dass der während der Nazizeit ein dickes Buch geschrieben hat, warum der Führerstaat die einzig richtige Regierungsform ist. Und überall um uns herum sahen wir die alten Nazis. Sie wissen, selbst im Kanzleramt war der höchste Beamte in Deutschland, Herr Globke, war der Kommentator der Rassengesetze der Nazis gewesen. Und das alles zusammen in den Elternhäusern, bei den Lehrern, in der Verwaltung, im Staat, in der Rechtsprechung, bei den Gerichten, beim Bundesgerichtshof saßen damals zahlreiche Richter aus dem Reichsgericht, die Todesurteile bestätigt haben. All das fiel uns wie Schuppen von den Augen. Diese Gesellschaft ist nicht unsere Gesellschaft, sondern diese Gesellschaft muss radikal verändert werden, revolutionär verändert werden. Und daher kam dann auch die auch aus China und weiß ich woher gestützte These oder Überlegung, Forderung, alle Autoritäten müssen in Frage gestellt werden. Es gibt keine Autorität, die aus sich heraus althergebrachte Tradition oder sowas eine Autorität ist, sondern alles muss hinterfragt werden. Jede Autorität ist da wirklich was, was man achten muss, was man übernehmen muss, was man beachten muss, oder ist das nicht so? Und das zog dann bis in die Gerichtssäle. Berühmte Satz ist der von Fritz Teufel in seinem Prozess, nachdem er nach dem 2. Juni 1967 nach der Erschießung von Benno Ohnesorg ein Dreivierteljahr im Gefängnis gewesen ist, dann seinen Prozess kriegte und dann aufgefordert wurde, aufzustehen, wenn das Gericht reinkommt. Und das hat er nicht gemacht, dann blieb er dann sitzen und es ging dann hin und her, Auseinandersetzung, wo er sich dann müde erhebt und sagt, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Also berühmter Satz, mit dem er in die Geschichte eingegangen ist. Und es wurde eine Kulturrevolution, es wurde eine Revolutionierung der Geschlechterverhältnisse, der Sexualität. Die Kommune 1 und die Kommune 2 und 3,
die haben ja, erstmal waren das ja relativ weniger, darauf komme ich gleich noch, das waren ja Beispiele, wo diese Sexualmoral, die bis dahin galt, man durfte keinen nackten Busen einer Frau oder schon gar nicht eine ganz nackte Frau irgendwo sehen, zeigen, im Film durfte das nicht vorkommen. Solche Filme wurden höchstens ab 11 Uhr nachts gezeigt und mit strenger Kontrolle, dass da keine Leute unter 18 reingingen. Heute alles völlig unvorstellbar. Das hat dann auch zur sexuellen Revolution geführt und dann haben einige oder viele auch gesagt, die neue Moral heißt, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment. Das haben nicht alle gemacht. Ich habe im Juli 1967 geheiratet. In Notre Dame in Paris. Also es gab auch welche wie mich und andere, übrigens auch Rudi Dutschke, der ja sein Gretchen damals auch geheiratet hat, und die auch wieder gesagt haben, auch die neuen Formen muss ich nicht leben, wenn ich das nicht will, wenn mir das nicht genehm ist oder der Partnerin oder so, wenn wir das anders wollen. Und natürlich war das auch möglich und wurde dann belächelt, akzeptiert, auf die Schippe genommen und so. Dafür war es ja auch gedacht, dafür haben wir das ja dann auch gemacht. Das heißt, es war eine umfassende kulturelle Versuch einer Revolte, einer Revolution. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Schritt. Wir waren dann 1968, vor allen Dingen nach dem Anschlag auf Rudi Dutschke, schon vorher, 2. Juni 67, also ein Jahr vorher, so weit, dass wir sagten, jede Woche ein-, zweimal, dreimal auf dem Kurfürstendamm zu demonstrieren oder ein Teach-in zu machen, das bringt es irgendwie nicht. Das können wir noch lange so weitermachen. Das schafft keine wirkliche radikale Veränderung, keine Revolution. Und da gab es in der Tat Diskussionen darüber, muss man andere Mittel anwenden. Darf man Gewalt anwenden? Muss man Gewalt anwenden? Darf man Gewalt gegen Sachen anwenden? Darf man auch Gewalt gegen Personen anwenden? Und das war eine umfassende Diskussion, ganz offen, ganz direkt. Also da wurden Sachen gesagt, die wird sich heute keiner mehr trauen, öffentlich zu äußern. Aber es lag auf dem Tisch und wurde eben dann diskutiert. So, und es ist überhaupt nicht so, dass die APO dann danach plötzlich nicht mehr da war, sondern ein Teil ging zur RAF und zur Bewegung 2. Juni und ein Teil ging in die K-Gruppen und der Rest wurde Lehrer, Professor, Arzt und ließ sich gut sein. Das ist alles eine völlige Fehlwahrnehmung. Der größte Teil der außerparlamentarischen Opposition damals, die sogenannten Spontis hießen die danach, die existierten fort. Und die waren 10 bis 100 Mal so viel wie die anderen alle zusammen. Also man muss ja sehen, in den Kommunen 1, 2, 3 und so, es gab noch ein paar andere ähnliche Sachen, es gab ein sozialistisches Patientenkollektiv in Heidelberg und so, und überall in Deutschland entstand sowas. Aber das waren ganz, ganz wenige, das waren Bruchteil, 1%, 3%, die solche Experimente wagten oder gemacht haben. Und genauso war es mit denen, die dann zur Militanz griffen, so hieß das damals, die dann einen Molotow-Cocktail gegen ein Gerichtsgebäude warfen oder irgendwie mit sich bewaffneten, sich Waffen besorgten und in den Untergrund gehen wollen. Das war auch nicht mal weniger als 1%. Der vorherigen außerparlamentarischen Opposition. Und viele von denen, die auf Veranstaltungen, auf Teach-In, sich dafür ausgesprochen haben, ja, es geht nicht mehr. Die Erfahrung ist, allein mit friedlichen Mitteln kommt man nicht durch. Man muss eben auch härtere Mittel anwenden. Die haben das nie praktiziert. Es war ja einer der größten Vorwürfe, den die Leute aus der RAF dann gegenüber den anderen gemacht haben, dass sie gesagt haben, ihr traut euch nicht, euer doch noch bürgerlicher Scheiß, der sitzt euch so in den Knochen, dass ihr euch das nicht traut. Weil die ganz, ganz überwiegende Zahl, die organisierten damals sich in der GEW,
die organisierten sich gewerkschaftlich, die machten Veranstaltungen nach wie vor in Berlin, die machten Demonstrationen, bei denen 5.000, 8.000 Menschen allein in West-Berlin sich beteiligten, und die gründeten eben solche Kollektive, die andere Arten des Zusammenarbeitens versuchten zu praktizieren, menschliche Reformen des gleichberechtigten Zusammenarbeitens. So, und das, so, und einige gingen damals in die, also die RAF ist ja entstanden aus einer schiefgelaufenen Aktion. Die wollten an sich Andreas Baader, der im Gefängnis war wegen eines Brandanschlags auf ein Kaufhaus in Frankfurt, was, glaube ich, in der APO so gut wie niemand richtig als politische Tat akzeptieren wollte. Es gab damals einen Kaufhausbrand in Niederlanden, irgendwo in Holland, wo gegen den Konsumterror protestiert werden sollte, und das hat man irgendwie versucht nachzumachen, aber fand keiner so richtig, konnte nachvollziehen. Und da saß Andreas Baader und zwei andere saßen im Gefängnis, und da waren eben einige, Ulrike Meinhof und einige der Meinung, der Mann muss raus, der gehört nicht ins Gefängnis, und haben versucht, ihn hier in Berlin, das war dann 1970, zur Freiheit zu verhelfen bei einem Ausgang in eine Bibliothek. Und da ist einiges schiefgegangen, da ist auch ein Schuss gefallen, und daraus entstand dann die RAF. Die wurden dann anschließend, die da dabei waren, Ulrike Meinhof und vier andere, die sind dann untergetaucht, in Untergrund gegangen und haben sich einige Wochen, Monate später dann als RAF wieder zurückgemeldet. Aber das waren Einzelerscheinungen, die von wenigen Menschen getragen wurden. Es gab eine gewisse Sympathie oder sagen wir mal ein Mitfühlen bei Teilen der außerparlamentarischen Opposition, weil die einmal waren die der ersten Generation der RAF, Andreas Baader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof, das waren ja Genossinnen und Genossen von uns, mit denen habe ich auf der Straße diskutiert. Ich kannte Andreas Baader lange vorher. Ich habe mit dem im Republikanischen Club, es war so eine linke Gründung damals in der Wielandstraße in Charlottenburg, und da fanden Diskussionsabende statt, zum Beispiel Abende, wo diskutiert wurde, kann man überhaupt noch einen bürgerlichen Beruf ausüben, ist das noch vertretbar, zum Beispiel den des Anwalts. Große Meinung, nein, das geht nicht mehr, du bist dann Teil des herrschenden Systems. Und bei solchen Diskussionen waren die dabei, man kannte die und wusste, aha, die haben diese Konsequenz draus gezogen. Für einen selber kam das nicht in Betracht und man fand das wahrscheinlich auch nicht richtig, aber trotzdem hat man sie weiter als Genossen angesehen. Und die ersten Anschläge der RAF, die kamen dann ja erst 1972, und die richtigen Anschläge, nicht irgendwo ein Verfolgungsrennen mit der Polizei, wo dann auch Waffen benutzt wurden, sondern die ersten großen Anschläge waren Sprengstoffanschläge. Geht doch mal hin. Meldet sich da jemand zu Wort? Nein. Ich nehme nicht an, dass es der Verfassungsschutz ist, der sich hier jetzt meldet. Nein, Herr Christian. Waren dann Sprengstoffanschläge auf das US-Hauptquartier in Frankfurt und in Heidelberg, bei dem es auch Tote gegeben hat, jeweils. Und das war ein Versuch, an der Seite der Vietcong die amerikanische Kriegsmaschine zu schädigen. Die US-Hauptquartiere, von denen auch die Einsätze in Indochina, also in Vietnam, angeleitet wurden, wurden zum Teil geplant und durchgeführt und organisiert über diese Headquarters, die da angegriffen worden sind. Das heißt, die haben dann dasselbe, was wir mit Demonstrationen gemacht haben, haben die mit Anschlägen gemacht, und das fand dann von den anderen, die das nicht gemacht haben, die fanden das nicht gut, aber es war auch nicht so völlig aus der Welt, weil es der Versuch war, den amerikanischen Militärs zu zeigen, dass auch in Deutschland
oder auch, das gab es ja auch in anderen Ländern, dass auch in Deutschland und in anderen Ländern da erheblicher Widerstand gegen geleistet werden musste oder sollte. Weil man darf nicht vergessen, die Schutzmächte hießen ja damals, die Amerikaner hier in West-Berlin, die sicher hier große Verdienste hatten, aber wir sahen das immer mehr als ganz verlogen an, weil auf der einen Seite haben die Nachbildung der Friedensglocke im Schöneberger Rathaus an ihre GIs, die große Verdienste in Vietnam beim Töten dort errungen hatten, haben sie dann verteilt. Und da sahen wir diese Freiheitsbemühungen und das Freiheitsengagement in West-Berlin auch diskreditiert. Dadurch, wenn man auch richtig diese Parallele zieht. Und die deutsche Politik damals, die offizielle Politik, der viel gerühmte große Held Willy Brandt, als er dann Bundeskanzler geworden war, hat nie mit einem einzigen Wort den Vietnamkrieg kritisiert. Der war für uns schon deshalb überhaupt kein Vorbild und überhaupt nicht akzeptabel. Für uns waren nur Politiker, die da klar eine Position aufgebaut haben, und natürlich hätte er den Krieg nicht verhindern können oder beenden können, aber hätte mal sagen können, dass in Deutschland viele Leute diesen Krieg überhaupt nicht gut finden, sondern dagegen sind und sogar ihr Leben riskieren, um den Vietcong dort zu helfen. Naja, die Amerikaner sind ja dann in Vietnam von den Vietnamesen diese riesen Kriegsmaschinerie geschlagen worden. Sekunde. So, jetzt besser, ja. Die sind dann 1975 abgezogen. Dann gab es dann wiederum Bilder aus Vietnam, wo die Letzten sich aus der Botschaft gerettet haben in einen Hubschrauber, der sie dann rausgebracht hat. Und dann hat der Vietcong dort die Macht übernommen. Natürlich waren wir der Meinung, dass, und das war auch so, dass die Protestbewegung vor allen Dingen in den USA einen wesentlichen Anteil daran hatte, dass in den USA ganz einfach auch die Auffassung gekippt war zu dem Vietnamkrieg. Der hat dann 10 Jahre gedauert und dass deshalb die Amerikaner den Vietnamkrieg auch beenden mussten, dass sie das vor ihrer eigenen Bevölkerung nicht mehr aufrechterhalten konnten. Das heißt, die Ziele oder viele der Ziele, die Ziele kann man sagen, der außerparlamentarischen Opposition waren zutiefst, da bin ich heute noch überzeugt, begründet und berechtigt, diese Gesellschaft, wie wir sie vorgefunden haben, wie wir sie dann bekämpft haben, war dringend radikal veränderungsbedürftig. Und natürlich haben wir damals in den wenigen Jahren jetzt nicht die Frauengleichstellung erreicht. Aber wir haben vieles angestoßen. Und auch die Frauenbewegung hat einen sehr mühsamen und sehr kämpferischen Anfang genommen innerhalb der APO. Weil die APO natürlich oder als Spiegelbild der Gesellschaft damals auch überhaupt nicht gleichberechtigt organisiert war. Es gibt ja berühmte Bilder, wo dann vorne auf dem Podium keine einzige Frau sitzt, wo bei Veranstaltungen keine einzige Frau geredet hat, wo in der ersten Reihe bei den Demonstrationen 1, 2 Frauen, die besonders gut aussahen und sich da gut machten, in der ersten Reihe dabei waren. Und da lehnten sich die Frauen auf und nachdem man am Anfang irgendwie, was wollen die da eigentlich, so ungefähr, wir lieben euch doch alle, so da kam man auch bei den Männern dann drauf, dass da das dringend reform- und revolutionierungsbedürftig gewesen ist. Aber da hat auch die Frauenbewegung dann ihren Anfang genommen, so wie die anderen Bewegungen, die Schwulenbewegung. Natürlich war die nicht nur wegen der APO und natürlich nicht nur, aber sie wurden gestützt und sie wurden mit initiiert, dass in diesen Gesellschaftsbereichen was faul ist, dass sich da was ändern musste,
war dann immer, wurde immer mehr zum Allgemeingut. Und wenn man heute sich anguckt, jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, was ist davon übrig geblieben? Dann kann ich immer nur sagen, die politische Revolution, die Staatsumwälzung, ein anderes Regierungs-, ein anderes Staatssystem, das haben wir nicht erreicht. Ich war 1969 fest davon überzeugt, wir brauchen die Revolution, wir brauchen eine Räterepublik. Und wir hatten als Vorstellung, wie dann das Regieren, wie dann die gesellschaftlichen Verhältnisse geregelt werden, wie Gesetze gemacht werden und ähnlich, dass da alle Bürger sich immer überall an allem beteiligen können, eben über die Räte. Aber wie das genau aussah, wenn das nicht nur eine SDS-Gruppe macht oder eine APO-Gruppe von 500 oder 1000 Leute oder 3.000, 5.000 Leuten, sondern ein ganzes Volk mit sehr, sehr, sehr unterschiedlichen und zum Teil gegenläufigen Auffassungen, diese Vorstellung hatten wir konkret leider auch nicht entwickelt. Deshalb sage ich heute, dieser Teil der politischen Umwälzung ist gescheitert und vielleicht war es auch gar nicht so schade drum. Wenn ich sage, also was wäre gewesen, wenn eines Tages, so wie in Frankreich, plötzlich die Regierung gesagt hätte, ja, wir werden derer nicht mehr Herr, die Revolte ist da, die Revolution, wir treten zurück. Und dann hätte, weiß ich, Rudi Dutschko und Christian Semmler oder so, gesagt, okay, jetzt organisieren wir das alles neu. Wie das dann ausgesehen hätte, weiß ich nicht und wussten die wahrscheinlich selber auch nicht, aber es wäre ein mühsamer Weg gewesen. Aber was wir verändert haben, waren die richtigen Ansätze in der Rückständigkeit der Gesellschaft in vielen, vielen Bereichen. Die Ökologiebewegung kam erst sehr viel später, die Anti-AKW-Bewegung kam auch sehr viel später. Wir waren zum Beispiel der Meinung, AKWs sind was Gutes, weil AKWs sind so eine Art Perpetuum-Energie, Perpetuum mobile. Das kann in Zukunft die menschliche Arbeitskraft weitgehend ersetzen und das ist eine völlig neue, unerschöpfliche Energiequelle. Wir waren davon fasziniert, wussten aber natürlich wenig, schon gar nichts über die Gefahren, die davon ausgehen. Und ich habe das dann mühsam lernen müssen, auch von der Anti-AKW-Bewegung, an der ich dann auch mitgemacht habe, als ich kapierte, welche Gefahren davon ausgehen. Aber sonst sind viele der gesellschaftlich dringend notwendigen Veränderungen damals angestoßen worden, inzwischen zum Teil zurückgefahren. Also wenn man zum Beispiel sich die Hochschulen, die Art der Lehre heute an den Hochschulen, des Lernens und Lehrens an den Hochschulen ansieht, die Möglichkeiten der Mitbestimmung der Studenten und so, ist da sicherlich ein Rollback und ist vieles wieder zurückgeworfen worden. Aber in anderen gesellschaftlichen Bereichen, zum Beispiel im ganz normalen bürgerlichen Gesetzbuch, sind die Paragraphen einfach nicht mehr da und sind neue dafür da, bei der Gleichstellung der Frau. Ich glaube, es würde heute auch keiner mehr einen Augenblick lang rechtfertigen, dass da steht, die Frau muss den Mann fragen, bevor sie, und wenn der nicht damit einverstanden ist, dann darf sie nicht arbeiten. Und der Arbeitgeber kann eine Bestätigung durch den Ehemann fordern, dass die Frau eine Arbeit da aufnehmen darf bei ihm. Oder ganz anderer Bereich. Also es gab ja natürlich damals auch viele uneheliche Kinder. Aber wenn in einer Familie ein uneheliches Kind geboren wurde, wie auch immer, dann war das eine ungeheure Schande und die unehelich geboren, wenn das erkennbar war, wenn es irgendwie eine Ehe war und das aufgenommen wurde, war das ja nicht erkennbar. Wenn das erkennbar war, dann war das Kind diskreditiert, die Frau konnte sich in Kleinstädten in dem Dorf nicht mehr halten, die war aus der Gesellschaft ausgeschlossen, die konnte irgendwo anders hingehen und sich Wohnungen oder Erwerbsmöglichkeiten versuchen zu gewinnen. Und im Gesetzbuch, man glaubt das nicht, im Gesetzbuch, im bürgerlichen Gesetzbuch stand drin, der uneheliche Mann ist mit dem von ihm gezeugten Kind nicht verwandt. Er ist nicht verwandt. Heute eine Vorstellung, wo die Väter natürlich selbstverständlich mit den Kindern, wo es ein Umgangsrecht gibt, wo es ein Erziehungsrecht gibt,
mit den Eltern, wo es manchmal sogar auch bei unehelichen Kindern die Möglichkeit gibt, Kinder zum Vater zu geben und nicht zur Mutter zu geben, also wo auch da eine Gleichberechtigung, Gleichstellung hergestellt worden ist. Aber das waren damals alle Sachen. Wir haben uns natürlich, wenn wir das als Jurastudenten im Gesetzbuch gelesen haben, immer so ein bisschen verulgt gefühlt, wenn da sowas steht. Aber es stand da und es wurde auch praktiziert und war so. Es gab einfach in vielen Teilen der Gesellschaft solche Missstände, die Leute, und das waren nicht wenige, es wurden ja viele uneheliche Kinder geboren, Familien zerstörten, Menschen ins Unglück stürzen, vor allen Dingen Frauen, aber auch uneheliche Kinder, die dann in der Schule sagen mussten oder gefragt wurden, und dein Papi, ja, den gibt es ja nicht, ich habe ja keinen, weil ich habe ja nur eine Mami, weil einen verwandten Vater habe ich ja nicht. Man muss sich vorstellen, was man da für ein Unglück mit angerichtet hatte. Und ich habe später dann in meiner anwaltlichen Tätigkeit, ab der 69 angefangen als Anwalt und vorher ja schon im Büro Mahler als Rechtsreferendar gearbeitet und viele, viele Mandate vertreten. Ich war da ja immer mittendrin in diesen Problematiken und habe mit darum gekämpft, dass das nicht angewandt wurde, das geltende Gesetz, sondern, aber Sie finden heute noch in manchen Familiengerichten so eine gewisse Denke, naja, ist ja nur der uneheliche Vater, wenn das Gericht zu entscheiden hat, kriegt die Mutter jetzt das Kind oder der Vater, und wenn die Mutter es kriegt, wie ist dann das Umgangsrecht geregelt, hat er da überhaupt einen Anspruch drauf, zahlen durften oder mussten die Männer immer, aber sie waren ja nicht verwandt. So, das ist jetzt mal so eine Aufzählung, eine willkürliche Aufzählung der vielen Konsequenzen, die gezogen worden sind. Natürlich sind die alten Nazis heute nicht mehr in Amt und Würden, weil sie einfach zu alt sind. Es gibt auch immer nur noch sehr wenige, aber es hat dann viele Jahre, man muss sagen Jahrzehnte gedauert, bis sie wirklich überall aus der öffentlichen Verwaltung, aus der Gesellschaft, aus den Krankenhäusern, aus den Hochschulen wirklich dann rausgedrängt worden sind aufgrund ihrer Vergangenheit. Das hat die außerparlamentarische Opposition angestoßen, sage ich mal, und auf den Weg gebracht. Und das haben dann andere Bewegungen, die sehr viel größer waren, sehr viel mehr beteiligt gewesen sind, umgesetzt, und deshalb leben wir heute in einer Vergleichsweise, wenn wir das jetzt mit anderen Ländern, auch mit anderen Kulturen, sehen wir ja bei vielen jetzt Eingewanderten und Flüchtlingen, die hierher kommen, die da ganz andere Ansichten haben, aber ich sage dann immer ganz, ganz vorsichtig, wenn man sich zu Recht darüber aufregt, wie das Bild in vielen Einwanderungsfamilien ist gegenüber Frauenbild und ähnliches, ich sage, seid vorsichtig. So lange ist das noch gar nicht her, dass das in Deutschland ähnliche Erscheinungsformen gehabt hat. So, und da haben wir sicherlich einen erheblichen Kultur- und gesellschaftlichen Sprung gemacht zu mehr Freiheiten, mehr Gleichstellung und mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist ja letztlich das, was dahinter steht. Das ist gut so, das muss man weitermachen. Da sind wir noch lange nicht am Ende, aber da kann man sagen, danke, außerparlamentarische Opposition, zu der ich damals gehört habe. Und deshalb weiß ich, wir waren damals weitgehend auf dem richtigen Weg, wenn auch nicht in allen Bereichen. So, jetzt schließen wir damit ab mit der Vergangenheit und kommen zur Gegenwart. Das hatten Sie angeklagt. Also ich diskutiere ja auch manchmal oder häufig auch mit jüngeren Leuten, auch mit Studenten. Und wenn ich dann gefragt werde, naja, was hast du denn zu den heutigen Studenten oder zu der Jugend heute überhaupt? Fehlt da nicht das Politische und fehlt da der Drive, das Revolutionäre, das Rebellische? Da kann ich nur sagen, so sehe ich das nicht. Man muss ja auch die außerparlamentarische Opposition
sich angucken. Das hat ja damals auch ein gutes Jahrzehnt oder mehr, anderthalb Jahrzehnte gedauert, bis das, was die APO sich auf das Panier geschrieben hat, in der Gesellschaft Mehrheiten oder jedenfalls eine größere Anzahl von Anhängern gefunden hat. Wir waren damals eine kleine radikale Minderheit. Also in West-Berlin sowieso, aber auch in der Bundesrepublik, auch in Frankfurt, auch in Hamburg. Wenn die deutsche Gewerkschaft in Berlin zu Gegendemonstrationen aufgerufen hat, da waren 10.000, 100.000 da, wenn die größte Demonstration der APO zum Vietnamkongress 1968, im Frühjahr 68, da waren 10.000, 11.000 da aus ganz Europa. Das heißt, eine gut besuchte Demonstration auf dem Kurfürstendamm war schon eine von 500, 800 Leuten. Also wenn man das mal so zurechtrückt, dann muss man sagen, doch, es gibt auch heute viel Bewegung, auch in der Jugend. Natürlich ist es nicht die Mehrheit. Das war damals auch weit davon entfernt. Trotzdem, und das kann man dann immer als Beispiel sagen, nach 10, 15 Jahren war es so, dass die Ideale, die Lebensweisen, nicht nur das Haschisch, also die umherschweifenden Haschrebellen in Berlin, das ist ja auch noch ein Kapitel, was dazugehört, das gab es damals natürlich in der APO auch, das war auch eine Kreation der APO und der Blumenkinder aus Kalifornien. Also auch das, das war nachher an allen Schulen, im kleinsten Dorf und auch, dass dann die Lehrer in den Schulen, auch in den Provinzstädten und auch in Dörfern, anders dachten, eine ganz andere Auffassung hatten als die, die ich hatte als Lehrer. Das hat lange gedauert. Und genauso sehe ich das heute. Es gibt in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft Rebellion, es gibt Kritik, es gibt Zusammenschlüsse von Leuten zu gesellschaftlich dringenden Problemen, zu gesellschaftlichen Skandalen. Also die Riesendemonstrationen, wo ich auch mal hingehe, die jedes Jahr stattfinden, zum Beispiel gegen den G20-Gipfel oder gegen überhaupt die Welthandelspolitik und die Agrarpolitik, da sind hier Zehntausende, das sind zehnmal mindestens so viel, wie die APO in ihren besten Zeiten erlebt hat, sind da hier in Berlin auf der Straße. Da ist kein Ende abzusehen. Da sind 50.000 Leute auf der Straße. Das muss man sich vor Augen führen. Das gibt es also auch heute. Es ist anders. Wenn ich dann genau hingucke, mich mit den Leuten unterhalten, sie haben viel weniger Grundsätzliches, sie haben viel weniger Theorie, sie sind viel weniger marxistisch, sozialistisch, aber sie sind rebellisch, wollen was verändern, wollen bestimmte Zustände nicht mehr dulden, wollen Skandale aufdröseln. Und da gibt es viel Bewegung. Am meisten hat mich so im letzten Jahr beeindruckt, mein Besuch in einem Bereich, wo ich das überhaupt nicht vermutet habe. Ich war eingeladen zwischen Weihnachten und Neujahr. Er fand ein großer Nerds-Kongress in den Leipziger Messehallen, also der Computer, der Bleichgesichter, sage ich immer. Da werden sich jetzt viele darüber freuen, dass Sie das so positiv beschreiben. Ja, war ich eingeladen und so. Da war in den Messehallen in Leipzig drei Tage lang ein Kongress mit 15.000, ich habe es ja gesehen, jungen Leuten, zwischen 15 und 35 wahrscheinlich. So, man sah, die meisten hatten auch so eine Einheitskleidung, hatten wir ja damals auch, Jeans und so. Die haben jetzt heute noch diese Pulli mit Kapuze und, so. Und mit ihrem Laptop oder mit ihrem Handwerkszeug dabei sich. Die haben in einer Ernsthaftigkeit drei Tage lang diskutiert, auch politische Themen, jetzt nicht nur ihre Computerprobleme und was da Gefahren lauerte und so, sondern ganz allgemeinen, natürlich Edward Snowden, natürlich die NSA, aber natürlich auch eine ganz normalen, wichtigen politischen Felder Vorträge gehalten, mitdiskutiert und wenn die sich gemeldet haben, da wurde nicht gelabert, sondern die standen in einer langen Schlange in
Hörsälen, muss man da sagen, wo 1, 2, 3.000 Leute drin waren, saßen auf dem Boden und haben Fragen gestellt, voll zur Sache, voll informiert. Ich war in voller Bewunderung wieder abgefahren und habe gesagt, das ist die moderne, neue außerparlamentarische Bewegung, auf die wir Hoffnung setzen können. Also ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber es war für mich einfach so, dass ich das in den Bereichen überhaupt nicht vermutet habe. Ich habe ja, nachdem ich Edward Snowden besucht hatte und dann den NSA-Untersuchungsausschuss ja mit initiiert habe und war ja dann auch Mitglied und so, mich sehr viel auch in dieser Szene bewegt, natürlich, und da auch unheimlich viel gelernt. Also mit meinem Computer kann ich immer noch nicht richtig umgehen und meinem Handy habe ich auch Schwierigkeiten. Aber so die großen Linien, so, die kann ich Ihnen erzählen. Und da bin ich informiert und weiß da was und weiß auch über diese Szene. Wir haben heute immer noch in Berlin die wichtigste Szene für Computer, kritische Computerleute, also gerade so am Rande oder gehörig zum Chaos Computer Club, international, wo Leute, die sich in ihren Herkunftsländern, England, USA, diesen sehr demokratischen Ländern, nicht mehr sehen lassen können, wo sie fürchten müssen, dass sie da für lange Zeit im Gefängnis verschwinden, weil sie irgendwelche Skandale mit aufgedeckt haben. Die sind hier in Berlin untergekrochen. Die wohnen oder wohnten mindestens eine Zeit lang hier in den einschlägigen Vierteln. Die fühlten sich hier sicher. Und ich habe dann so im Nachhinein gesagt, nichts ehrt Deutschland und die deutsche Hauptstadt mehr, als dass solche politischen Verfolgten, Flüchtlinge, ein einigermaßen sicheres Unterkommen hier in Berlin finden, von wo ja so viel Schreckliches ausgegangen ist. Also ich habe das auch immer sehr unterstützt. Das heißt, ich bin da hoffnungsvoll. Man kann das wird sich alles in Formen abspielen, nicht in denen von damals. Das wird auch mit Inhalten. Das wird auch, obwohl viele von denen durchaus auch gerade im Marx ja jetzt auch Marx lesen und das auch diskutieren und so, wo sie dann genau hinwollen, da werden riesige Unterschiede sein. Aber diese Unzufriedenheit mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, mit wichtigen Missständen, die wir haben, die zum Himmel schreien, die Leute sind da und das sind viele. Und das sind viel, viel mehr als damals und das sind vor allen Dingen Junge und das ist ja das Wichtige, sehr, sehr viel Junge. Und da liegt eine große Hoffnung, dass man das weiter drehen muss. Und ich ende jetzt damit, dass ich sage, und es ist mindestens heute auch genauso dringend erforderlich wie damals. Das war ja die Frage, brauchen wir sowas, AfD und ich habe jetzt vor der AfD direkt noch keine Angst. Aber ich sehe eine Unzufriedenheit, einen Frust, eine Frustrierung in der Gesellschaft, in Deutschland, in den meisten westlichen Ländern, also in den entwickelten, sogenannten entwickelten Ländern. Auch in den osteuropäischen Ländern gibt es das ja. Und das führt dazu, dass die etablierte Politik, das kann man an allen Wahlergebnissen absehen, nicht mehr ankommt. Die Leute fühlen sich von der, damals hätten wir gesagt, herrschenden Klasse, vom Establishment, würde man in den USA sagen, nicht mehr vertreten. Und daraus entstehen natürlich auch rechte Bewegungen, das war immer so, das wird auch jetzt so sein. Und eine der Aufgaben ist, Leute auch jetzt zu wählen und in die Verantwortung zu bekommen, die das kapiert haben und in der Lage sind, die revolutionären Veränderungen in Europa, aber auch im Weltmaßstab, und wir haben ja damals auch im Weltmaßstab gedacht und gehandelt, zu begreifen und anzugehen. Ohne dass wir, und das muss von den entwickelten Ländern ausgehen, dass wir die Welthandelsverhältnisse fair gestalten. Nicht überall freier Handel, der Stärkere setzt sich durch, sondern fair, ohne dass das geschieht. Da wird es Millionen,
Flüchtlinge und die Millionenzahl wird immer größer geben, weil die Menschen in Afrika beispielsweise in ganzen Ländern einfach nicht mehr existieren können. Und ohne, dass wir solche Sachen kapieren und unsere Politik in Deutschland, in Europa darauf einstellen, jetzt im Weltmaßstab, aber auch in Europa, ohne das werden wir diese Probleme nicht lösen. Und wenn die derzeitige Bundeskanzlerin hingeht und sagt, dass diese Probleme müssen in Europa gelöst werden und wir werden sie in Europa lösen, dann weiß sie, dass das so, wie sie es bisher versucht hat und wie sie es weiterhin versucht, nicht geht. Weil die Hälfte etwa in der europäischen Länder, in der europäischen Gemeinschaft der Länder machen nicht mit, das weiß sie. Trotzdem trägt sie es dauernd vor sich her, wo ich immer sage, hat die Frau das nicht kapiert oder traut sie sich nicht, die Wahrheit zu sagen? Und dann kommen solche Sachen, dass nur noch mit Abschreckung, dass das Mittelmeer sicher gemacht werden soll militärisch, dass da irgendwie ein eiserner Vorhang gebaut werden soll, mit der nie klappen wird, das wird dann irgendwo hinten rumgehen, das weiß man. Und es sind fürchterliche Schicksale von Tausenden von Menschen, die bei diesen Fluchtbewegungen umkommen und vorher und auch nachher noch in ihren Herkunftsländern sterben. Und dieses Gefühl und diese Meinung, die ist richtig und berechtigt, unterstütze das. Die Analyse ist richtig. Die Leute merken das Richtige, was ihnen von den Politikern gesagt wird. Das lenkt von den eigentlichen Problemen ab. Da werden irgendwelche sich gestritten, ob die Rente so oder so, das ist für im Einzelfall wichtig, aber das löst die Probleme nicht insgesamt. Und deshalb kommen in den USA solche Halbverrückten wie Trump an die Regierung, werden nach oben gespült durch rechte Bewegungen. Aber, jetzt komme ich auf die andere Seite, deshalb gibt es in all diesen Ländern auch ungeahnte Gegenbewegungen. Das können Sie, also ich fange mal mit den USA an. Bernie Sanders, ein alter Herr wie ich, hat in den USA, hätte ja meiner Ansicht nach gegen Trump die Wahl gewonnen. Das haben alle Voraussagen ergeben. Er lag immer besser als Hillary Clinton im Vergleich zu Trump. Aber die Demokraten haben das nicht kapiert, sondern haben ihn kaputt gemacht, also haben ihn nicht kandidieren lassen. Aber der hat immer noch einen Zulauf. Hunderttausende Millionen junger Menschen sehen in ihm die Hoffnung, weil er eine Politik vertritt, die zum Beispiel die Wall Street zur Disposition stellt, der sich in den USA traut zu sagen, wir brauchen sozialistische Lösungen. Das jahrzehntelang durfte man in den USA das Wort nicht mal in den Mund nehmen, schon wurde man verfolgt und des Kommunismus und schrecklichster Dinge verdächtig. Und der Mann geht hin und gewinnt damit Sympathien und gewinnt damit Stimmen. Da ist ein Paradigmenwechsel, hat er eingesetzt. Und gucken Sie nach Europa, gucken Sie nach Griechenland, gucken Sie nach Italien, gucken Sie nach Spanien, gucken Sie auch nach Deutschland. Die herrschenden Parteien können nur noch mit Mühe eine große Koalition zusammenbringen, die ja überhaupt keine ist. Die hat eine Mehrheit, die nicht mal so groß ist, wie die damals Rot-Grün gehabt hat oder genauso groß ist. Also das hat mit großer Koalition nicht mehr zu tun. Wenn sie noch zweimal wählen, dann haben sie überhaupt keine mehr. Das heißt, auch in Deutschland ist es dringend erforderlich, sich zu organisieren, außerparlamentarisch, aber ich bin ja auch der Meinung, deshalb habe ich das ja auch 20 Jahre lang gemacht, auch parlamentarisch, auch in der parlamentarischen Demokratie, die muss man wieder oder überhaupt funktionsfähig machen. Deshalb meine Konklusion, meine Schlussfolgerung ist, die Bewegungen sind da, die werden auch größer werden. Welche Bewegungen sich durchsetzen, auch kurzfristig, ob das rechte Bewegungen sind, ob es linke Bewegungen sind, das liegt an uns allen. Es gibt große Bewegungen, auf die man Hoffnung setzen kann, die man fördern muss. Deshalb fördere ich die. Ich gehe auch zu den Demonstrationen hin, soweit ich das mit meinem Krückstock noch kann, weil ich der Meinung bin, da geht der Weg, da muss man weitermachen. Und wenn wir das nicht machen, dann kann uns natürlich sowas passieren wie in den USA oder noch schlimmer wie das Faschismus und bei anderen
bei solchen Situationen auf der Kippe dann gewesen ist, dass dann solche Regierungen ans Ruder kommen. Also ich bin eigentlich zuversichtlich und glaube, die AfD, da müsste viel auch innerhalb der AfD passieren, wenn das ein stabiler, also jetzt für die Rechten stabiler Faktor wird. Aber sie sind natürlich eine Riesengefahr. Ich hatte vorgestern eine Veranstaltung in Neubrandenburg. Also da sind die zum Teil in den kleineren Orten, die einzig wirklich Aktiven ist die AfD, die von Haus zu Haus gehen und sowas. Also das ist eine Entwicklung, die kann man nicht einfach so beiseite schieben. Die Gefahr ist da, wir müssen sie kapieren, müssen entsprechend handeln. Deshalb, Jüngere sind ja wenig hier, aber auch Ältere, ich fordere Sie, euch alle auf, weiter mitzumachen, euch zu engagieren. Eine Sekunde, habe ich jetzt Ton? Ja. Eigentlich müssten wir jetzt die Veranstaltung schließen, um das Gesagte nicht zu zerreden. Aber wir werden nicht wir, wenn wir nicht doch darüber reden wollen. Und ich hoffe, Sie werden es natürlich zulassen, weil zunächst einmal ist klar, der Beschreibung, der Analyse bis hin auch sozusagen zur Aufforderung, was zu tun, kann man ja überhaupt nicht widersprechen. Wenn wir nicht mit dieser dummen Realität uns auseinandersetzen müssen. Es gab ja in der Republik mal die Chance, sozusagen eine Gegenmehrheit gegen CDU und Co. zu organisieren. Das haben aber Linke, Grüne und die Gutwilligen in der SPD nicht hingekriegt, dieses Klima zu erzeugen. Und von außen wurden sie auch nicht unterstützt. Ich meine, Sie haben ja jetzt nochmal explizit aufgefordert, wenn man sozusagen den Rechten keine Chance geben will, dann muss man sich eben einbringen. Und die Frage ist dann doch nochmal an Sie, weil Sie ja so ein wenig, so habe ich das interpretiert jetzt, mit der Altersmilde auf die 68er schauen und sagen, naja, zum Glück ist nicht alles, was Sie da wollten, damals realisiert worden, weil die Dinge noch nicht zu Ende gedacht waren. Die sind auch ja im Gesellschaftlichen, glaube ich, nie zu Ende zu denken, weil es immer unvorherbare Situationen geben. Sie haben, denke ich, völlig klar fokussiert auf Vietnam und die mobilisierende Wirkung wegen der Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Was die 68er, glaube ich, mitbefördert hat, war das universitäre Klima, Habermas, Adorno, Horkheimer und so weiter. Und Sie haben es ja gerade beschrieben, die Universität von heute sieht nicht mehr so aus, dass die Studenten in die Lage versetzt werden, für Aufklärung, für Emanzipation, für Solidarität zu sein. Und die Frage ist ja, denke ich, wenn man die gesellschaftlichen Verhältnisse zu Ende denken will, um sie zu verbessern, dann haben wir eben diese ständige Systemfrage. Und da weiß ich nicht, wo Sie heute stehen. Wollen Sie wirklich, wie Bernie Sanders sagen, wir werden den Kapitalismus ablösen müssen, damit eben Solidarität wirklich ein Faktor in der Politik wird? Oder sagen Sie, an diese große Frage können wir nicht rangehen, weil wir die Umbrüche, die da vorhersehbar sind, nicht riskieren wollen, denn wir haben ja nun eine schreckliche Erfahrung mit dem realen Sozialismus gemacht. Scheuen Sie davor zurück, nochmal die Systemfrage anzugehen? Also wir sitzen ja hier in Ostberlin. Für uns war das überhaupt kein Problem. Also jetzt in der Umgehensweise für uns war klar, so haben wir das damals bezeichnet, dass damals, was in der Sowjetunion und hier in der DDR passierte, das war ein Sozialismus zum Abgewöhnen und hat ja auch gut funktioniert, das Abgewöhnen, weil das, was da nachher übrig blieb, die Leute sind ja davor weggelaufen erst,
und wie das hatte keine Zukunft und es funktionierte ja auch nicht richtig. Das hat jetzt viele Gründe, also man kann sicher einen ganzen Nachmittag darüber diskutieren, wie weit das auch mit der Konfrontation damals West-Ost und so zusammenhing und vielleicht gar nicht anders möglich war. Und so. Aber es war für uns klar, das wollten wir nicht. Und wenn dann Leute behaupten, das sei alles damals schon vom Osten gesteuert worden, ist das natürlich Blödsinn. Also der Rudi Dutschke war ja einer, der gerade rüber gemacht hatte, also der, weil er nicht studieren durfte, konnte, nach West-Berlin gegangen ist. Oder auch andere, Rabeel waren auch andere wichtige Sprecher damals, aber auch eine ganze Menge andere. Also das war für uns klar, das war nicht so. Und wir hatten auch immer die Probleme. Also ich war, als ich dann als engagierter Anwalt, vor allen Dingen auch als Verteidiger von Leuten oder Gefangenen aus der RAF, bekannt war, durfte ich eine Zeit lang überhaupt nicht mehr durch die DDR durchfahren. Also nach Ost-Berlin sowieso nicht, aber auch die Transitwege nicht mehr benutzen. Da wurde mir, wie das ja damals war, einfach nur gesagt, ihre Durchreise ist unerwünscht. Dann kann ich wieder zurückfahren und da muss ich dann nach Hannover fliegen. Ich hatte ja auch dafür mal. Also diese Geschichte, natürlich wollen wir, da kann das keiner wollen. Was damals gewesen ist, das war auch in den meisten Bereichen fast überall fortschrittsfeindlich. Also sagen wir mal, in der Rolle der Frau haben die gezwungenermaßen mehr entwickelt gehabt als im Westen, weil sie die wohl die Arbeitskräfte brauchten oder so, warum auch immer. Da will ich nicht weiter. Aber wie das jetzt weitergeht, wissen Sie, ich bin jetzt 78 und mache mir natürlich darüber auch Gedanken. Ich habe gestern diskutiert über neue, die Taz hatte da so ein Taz-Lab genannt, also so ein Kongress zur Zukunft der Arbeit. Natürlich wird die Arbeit in Zukunft völlig anders organisiert werden müssen oder wird sich selber organisieren. Da wird es ungeheure Veränderungen geben. Und wie die dann sein soll, ob das solche Firmen sind wie heute oder das dann alles einem gehört oder ein NEM wahrscheinlich nicht einer und so, das weiß ich auch nicht. Aber wie das organisiert werden soll, das müssen nun mal die kritischen Geister heute diskutieren. Ich diskutiere da gerne mit und bringe da meine Erfahrungen ein. Aber jetzt ein Bild der Arbeitsorganisation in Zukunft zu entwickeln, da bin ich wahrscheinlich nicht nur der Richtige. Das müssen andere machen. Es gibt Ansätze von dem, mit dem ich am Anfang angefangen habe, von dem ich immer noch denke, da sind wichtige Erfahrungen gemacht worden. Also wir haben ja versucht, vieles, also von unseren Ideen, das immer sofort auch umzusetzen. Also diese Kollektive, die damals Kollektivstrukturen, die da entstanden sind, die hatten ja in den ganzen Gesetzen und so keinerlei Grundlage. Trotzdem, und da habe ich auch eifrig dann mitgewirkt, hat man dann versucht, juristische Formen zu finden. Also für, da gab es dann Buchladenkollektive, die gut liefen, die auch über ein Jahrzehnt existierten und wo man irgendwann mal auch eine Rechtsform haben musste. Wem gehört das eigentlich? Wer erbt das eigentlich? Wer hat die und die unternehmerischen Entscheidungen zu fällen und so? Das tauchte da schon als Problem auf. Und es gibt ja, die Taz war ja auch lange Zeit so ein Alternativbetrieb oder ein Kollektiv, wie das damals genannt wurde. Das muss man mal richtig auswerten. Warum sind viele Sachen da natürlich auch gescheitert? Warum ging das nicht mehr weiter? Warum hatten die Leute einfach die Schnauze voll dann von diesem, ich soll überall mitbestimmen? Was frustriert daran, was muss man erhalten, was muss man berücksichtigen, dass das vielleicht doch nicht vergesellschaftet werden muss und so. Also da gibt es auch Ansätze, die man weiter nutzen muss, um sowas zu entwickeln. Und was die Staatsform anbetrifft, da habe ich in meiner letzten Rede im Deutschen Bundestag, die habe ich, glaube ich, irgendwann im
September oder so gehalten. Da durfte ich zum ersten Mal etwas länger reden, sonst dürfen da ja die Abgeordneten der kleinen Parteien immer nur 3 oder 5 Minuten oder so reden. Da kann man ja nichts Richtiges ausführen. Aber da habe ich einfach weitergeredet und habe 17 Minuten geredet. Und da habe ich versucht, meinen Kolleginnen und Kollegen, die ja weiterhin im Bundestag geblieben sind oder bleiben jetzt, das ist ja immer noch die Mehrheit im Bundestag, so ein bisschen ins Gewissen zu reden. Ich habe gesagt, weil das ist meine Erfahrung, das ist auch mein Frust aus der Arbeit im Bundestag, dass diese parlamentarische Demokratie ja ein Ideal ist, was mit der Realität häufig nur in den äußeren Formen was zu tun hat. Die wirklichen Entscheidungen werden nicht in Rede und Gegenrede im Plenum des Bundestages getroffen. Keiner redet dort, weil er den anderen überzeugen will, sondern alle reden, entweder lesen ein vorgefasstes Manuskript vor, übrigens auch die Kanzlerin, was eigentlich nicht der Geschäftsordnung entspricht. Da steht drin, Reden sollen freigehalten werden. Macht fast keiner, einige machen es, das sind dann Lichtblicke. Aber da redet ja keiner, um den anderen zu überzeugen, weil die Entscheidungen längst gefallen sind. Und bei so großen Mehrheiten wie bei der Großen Koalition, die da ja sehr groß war, die hatten ja 80%, also im Untersuchungsausschuss 80% der Stimmen waren Koalition und knapp 20 Opposition. Und das funktioniert da alles so nicht, wie man es gedacht hat. Ich habe den Kollegen deshalb gesagt, wisst ihr was? Ihr sollt, jeder einzelne Abgeordnete, wirklich euren Job so ausführen, wie er eigentlich gedacht ist. Wie die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße oder in der Universität das lernen, wie das eigentlich sein müsste. Da werden welche mit Macht ausgestattet, die vertreten die Bevölkerung und die setzen sich dann zusammen und sagen, so, ich vertrete die und die und bin da auch guten Gewissens, dass ich die Mehrheit, die mich gewählt hat, auch richtig vertrete. So, und jetzt lasst uns mal zu dem Problem Rente oder was auch immer da gerade ist, das diskutieren. Und dann entscheiden wir nach dem, was wir für richtig halten und nicht, was uns irgendwelche Lobbyisten eingeredet haben. Es gibt, glaube ich, 5000 Lobbyisten, die rund um den Bundestag gruppiert sind und die gar nicht mal alle bestechen oder sowas, behaupte ich gar nicht. Und viele von denen sind auch notwendig. Also gibt es ja auch welche von Ökowerken und so, sind nicht alles böse. Aber es sind eben Einflussnehmer. Und das geht ja häufig so weit, dass in Regierungen dann Staatssekretäre oder wichtige Leute, die dort eingestellt werden, dass die dann aus einer bestimmten Branche genommen werden. Metallbranche oder so. Oder Bankbranche. Also wenn man jetzt den neuen Finanzminister sieht, der hat als ersten einen Investmentbanker von der größten oder einer der größten Investmentgesellschaften Morgan und Sachs zum Staatssekretär gemacht in seinem Ministerium, wobei ich überzeugt bin und ich glaube sehr viele, dass die an den Wirtschaftskrisen und an den schrecklichen Misere auf der Welt schuld sind mit ihrer Zockerei da. Das heißt, wenn man das mal versucht zu reduzieren und das auf einen Punkt runterbringt, oder auch bei uns im Untersuchungsausschuss, wo es um die Frage ging, wo bleibt die Privatheit der Menschen? Ein wichtiges Gut erkennen alle an. Wir sagen in Deutschland Privatheit, die Amerikaner sagen Privacy, das ist ein Grundrecht. Das wird abgeleitet aus der Würde des Menschen und ganz hohe Grundrechte stehen da dahinter. Nur haben wir erfahren, dass das millionenfach von Snowden erfahren und auch im Untersuchungsausschuss verletzt wird. Von einem Geheimdienst. Von der NSA wahrscheinlich, da konnten wir es ja nicht genau feststellen, aber vom Bundesnachrichtendienst. So, und anstatt jetzt hinzugehen und zu sagen, da müssen wir bestimmte Konsequenzen ziehen, dass das nicht wieder passiert, handeln da die 80%, von denen ich meine, dass mindestens ein Drittel von denen das am liebsten anders gemacht hätten, aber weil sie in der Koalition sind, handeln sie so, wie die Koalition das von ihnen verlangt. Sag ich, liebe Kollegen, besinnt euch auf die Unabhängigkeit eures Mandats. Im Grundgesetz steht,
Ihr seid nur eurem Gewissen und ihr seid insbesondere an Aufträge von wem auch immer und Weisungen nicht gebunden, auch nicht von eurem Fraktionsvorstand oder von eurem Parteivorsitzenden oder sowas. Macht das so. Das habe ich da eingefordert. Ich kriegte großen Applaus, waren ja nicht viele da, es war abends spät. Aber auch die Abgeordneten der Koalition, zum Teil Hauptgegner von mir im Bundestag, standen nachher auf und klatschten. Fand ich ordentlich, aber ich konnte da nur sagen, ihr solltet auf mich hören, nicht klatschen. Ne? Aber zumindest leiden die offenbar so, wie Sie gelitten haben. Nee, die rechtfertigen das immer damit, anders kriegt man nicht eine Regierung zustande, da kann doch nicht jeder Abgeordnete machen, was er für richtig hält oder so. Nein, da muss dann drum gerungen werden und dann, natürlich müssen Kompromisse, ich habe auch immer Kompromisse gemacht. Aber es gibt dann bestimmte Sachen, für die ich angetreten bin, wo ich meinen Wählerinnen und Wählern versprochen habe, bei Kriegen, nur unter ganz besonderen Voraussetzungen, stimme ich zu, dass Deutschland in den Krieg zieht und dafür wählen die mich, dann kann ich nicht dem Kriegseinsatz in Afghanistan zustimmen. Und kann nicht Ja sagen, nur weil der Schröder die Vertrauensfrage damit verbindet. Ich war für die rot-grüne Koalition, aber ich war nicht dafür, nach Afghanistan zu sehen. Und da sind 10.000 Menschen inzwischen umgekommen. Der Krieg ist verloren. Und wir sind immer noch da, 18 Jahre. Und die zuständige Ministerin redet ja jetzt davon, dass es noch Generationen dauern kann, der Einsatz dort. Also wo sind wir denn? Anstatt die jetzt da irgendwie aus dem Ministerium zu verjagen, sagen, oh, ja, wenn die meint, müssen wir mal sehen, wie lange das noch dauert. Ne? Das waren absolute Fehlentscheidungen und das war völlig daneben. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass damals, wenn man gesagt hätte, die bleiben nur 18 Jahre da, dann hätte im Bundestag keine Mehrheit sich dafür gefunden. Damals wurde gesagt, ein halbes Jahr sind die Jungs wieder zu Hause und die Mädels. Mhm. Also das heißt, parlamentarische Demokratie ernst nehmen. Den Job so machen, wie er eigentlich gedacht ist. Wenn das so gemacht wird, habe ich im Augenblick keine bessere Alternative zur parlamentarischen, weil es doch vieles bei vielen komplizierten Entscheidungen, selbst wenn man das will, nicht klappen würde, dass man uns alle damit bestimmen lässt, auch mich. Also es gibt Sachen, die ich auch bei dreimal erklären nicht verstehe. So, und Gesetze, die sind so dick. Und selbst wenn ich mich da drei Nächte hinsetze, um zu verstehen, worüber ich morgen abstimme, muss ich mich darauf verlassen, dass der Kollege, der da Fachabgeordneter ist, dass der Recht hat und deshalb stimme ich dann wie er. Also das wird sich nie ganz sein, aber es gibt wesentliche Entscheidungen in der Gesellschaft und die müssen offen ausdiskutiert werden und dann ehrlich abgestimmt werden. Also das ist meine Vorstellung, daran muss man arbeiten und daran kann auch jeder mitarbeiten, weil die Abgeordneten, die Sie jetzt im Bundestag gewählt haben oder wählen, die müssen Sie einfach beim Wort nehmen. Ich verstehe das sowieso nicht. Also in Kreuzberg-Friedrichshain wäre das, glaube ich, nicht möglich, dass ich jetzt dann komme und sage, ach wisst ihr, bei mir in der Partei oder so, ich habe jetzt dem Krieg zugestimmt. Das haben alle von mir verlangt. Ich fand das zwar nicht so gut, aber alle haben auf mich eingeredet, dann habe ich es gemacht. Also die würden mich rausschmeißen. Zu Recht. Also deshalb sage ich, eine ehrliche Herangehensweise und die Sachen auf den Punkt bringen, würde wahrscheinlich, da können alle dran mitwirken, wenn sie dann wirklich die nicht mehr wählen würden, die so gefehlt haben. Darf ich noch eine ganz kurze Frage stellen, wenn wir hier nun schon so nah zusammensitzen, zum Thema RAF-Prozess. Wenn Sie von heute aus auf dieses Thema schauen, dann war es ja offenbar so, dass Sie den Rechtsstaat wahnsinnig herausgefordert haben, sonst hätte man Ihnen ja möglicherweise nicht das Mandat entzogen. Insofern könnte ich mir vorstellen, hin und wieder werden Sie daran denken und sagen, das war nicht gut, leider hatten wir nicht so viel Kraft, sozusagen weiter dagegen zu kämpfen, dass dieser Rechtsstaat sich wirklich beweist und nicht einfach Ihnen das Mandat entzieht. Ist das so? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also wenn ich bin ja auch verurteilt worden, war ja auch 5 Wochen in Untersuchungshaft, hatte immer meine Zulassung, die Anwaltschaft hat mich immer verteidigt.
Aber klar, das sehe ich, das sind die Fakten. Ich halte diese Verurteilung von mir nicht für gerechtfertigt, also nicht für richtig, aber habe sie natürlich zur Kenntnis zu nehmen. Und Sie müssen die ganze Geschichte gesehen. Die RAF-Leute, die da im Gefängnis saßen, waren der Meinung, wir sind mit dem Staat im Krieg. Und der Staat war mit der Meinung, wir sind mit der RAF im Krieg. Und so haben die beide Seiten gehandelt. Die haben sich beide Seiten an Regeln, so ist das im Krieg, da hält man sich nicht an Regeln, nicht gehalten, muss man sagen. Auch natürlich vieles, was die gemacht haben an Anschläge, hat sich auch überhaupt nicht mehr vermittelt an. Also ich hatte vorhin jetzt die gegen den Vietnamkrieg die Anschläge genannt, aber es gab ja auch viele andere, wo man nur, also auch, ich rede jetzt erstmal nur von der ersten Generation, bei den späteren war es ja noch viel dramatischer und viel schlimmer. Aber hat man auch irgendwie gesagt, also warum machen die das? Ne? So. Aber es gab einfach eine Situation, nachdem die in Haft gekommen sind, hat der Staat die so behandelt, was wir dann als Verteidiger im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass sie kaputt gehen da drin. Also so ist das ja im Krieg. Da will man den Gegner kaputt machen. Also man will ihn möglichst auch, sagen wir mal, in seinem Willen brechen. Das haben die Gefangenen immer gesagt. Ich habe gesagt, naja, wir haben ja immer noch Gerichte und so und das geht in Deutschland nicht so. Ich habe also immer auf der Seite versucht, des Rechtsstaats zu argumentieren. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich Haftverhältnisse, und ohne das kann man das alles gar nicht erklären, die Prozesse fingen ja nicht gleich danach an, sondern die sind 70, 72 verhaftet worden und der Stammheim-Prozess fing 75 überhaupt erst an. In diesen Jahren, wo die im Gefängnis saßen, und Jahre sind lang, sind eine ganze Reihe von denen, nicht alle, in Haftverhältnissen gehalten worden, wo die sehenden Auges vor die Hunde gegangen sind. Also ich saß vor Mandantinnen in Köln-Ossendorf, die nach einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr richtig reden konnten, offenbar Störungen hatten. Und wir haben dann erst nicht gewusst, dachten, naja, jeder hat mal eine Herzschwäche oder sonst irgendwas, war ja auch junge Leute. Und dann haben wir Sachverständige zugezogen, Unabhängige. Also Professoren und so gefragt, die haben gesagt, ja, Deprivation nennt sich sowas. Und das sind Methoden, die in England entwickelt worden sind, dass man durch Isolation, Haft über lange, lange Zeit Menschen kaputt machen kann, brechen kann. Der Mensch ist angewiesen auf Kommunikation. Also ich bin manchmal froh, wenn ich keine habe und Ruhe habe. Aber wenn das überhaupt nichts mehr ist, sondern man nur noch die Knastgeräusche hört, aber mit niemand sich unterhalten kann, mit niemandem irgendwie sonst kommunizieren kann, dann geht man kaputt. Und es sind auch mehrere Prozesse, an denen ich noch beteiligt war, etwa in Frankfurt, von einer Strafkammer gegen Astrid Poll zum Beispiel abgebrochen worden, weil während des Prozesses sich dann herausstellte, die ist verhandlungsunfähig und die zwei Sachverständige, die das Gericht ausgesucht hat, haben das bestätigt und dann ist sie aus der Haft entlassen worden, obwohl schwerste Vorwürfe da gewesen sind. Das heißt, da ist eine Haft vollzogen worden, von der ich festgestellt habe, die ist menschenrechtswidrig, die ist aber in extremem Maße gesundheitsschädlich. Und was macht man da? Da bin ich und viele andere Anwälte, ich war ja nicht nur Ströble, Croissant und Kronhold oder so, sondern das waren ja ungefähr ein Dutzend Anwälte, die da engagiert waren, sind wir in eine zweite Rolle reingerückt, nämlich in die Rolle nicht nur juristische Verteidigung, sondern auch Erhaltung der Gesundheit. Und die Gefangenen haben dann zum ersten Mal, glaube ich, Anfang 73, also nach einigen Jahren erst, sich versucht dagegen zu wehren, indem sie in diese Hungerstreiks getreten sind, 6 Wochen nichts gegessen. Und es gab dann 3 solche großen Hungerstreiks. Und wenn Sie heute mal in der Welt rumgucken, auch in die DDR gucken, als eine der schlimmsten Haftbedingungen werden auch aus DDR-Zeiten geschildert, Isolationshaft. Also wenn heute Leute erzählen, die in Stasi-Haft gewesen sind,
Leute, die ein halbes Jahr oder ein Jahr oder länger in Isolationshaft waren, die sagen, das war das mit absolut schlimm, wenn man mich verhauen hat oder sonst was, ist nicht so schlimm, als wenn man so isoliert. Deshalb, und das wussten wir ja damals schon, weil es gab schon immer überall auf der Welt auch Kritik von Amnesty International, das weiß ich wo, in fernen Ländern, in Indien oder wo Leute isoliert werden oder auch in Industriestaaten, auch in Nordirland, in England. Und dann haben wir gesehen und haben gesagt, haben dann versucht, denen zu helfen und da sind wir gescheitert. Und da haben wir uns Tätigkeiten zugemutet, die ein normaler Strafverteidiger natürlich nicht hat. Das war keine normale Strafe, habe ich auch immer damals gesagt. Das wussten auch alle Richter, mit denen ich zu tun hatte, natürlich. Die haben ja gesehen, was ich gemacht habe. Und da habe ich unter anderem auf Pressekonferenzen die Forderung des Hungerstreiks vertreten. Und das ist mir nachher dann so ausgelegt worden. Die RAF war auch im Gefängnis, gab auch eine zweite RAF im Gefängnis. Und ich habe diese RAF im Gefängnis unterstützt durch Unterstützung ihres Hungerstreiks, weil ich gesagt habe, ja, die müssen raus aus der Isolation und Reden gehalten habe, wie schlimm das ist. Und versucht habe, die Öffentlichkeit zu mobilisieren damit. Manchmal mit Erfolg, manchmal weniger oder meistens wenig Erfolg. Das war das eine, was mir als zentraler Vorwurf gemacht worden ist. Und das andere war, dass ich für diese Gefangenen, die ja alle den gleichen Anwalt, also ich hatte von allen Mandat und die anderen Anwälte hatten auch von allen Mandat. Wir haben gesagt, da gibt es eine Kollektivanklage und wir bauen dann eine Kollektivverteidigung auf. Und außerdem hatte ich immer im Kopf, ich muss diesen Gefangenen eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit verschaffen. Dass die da was machen, an was arbeiten und so. Und die haben zum Teil haben sich für viele Sachen interessiert, Literatur und so. Und dann habe ich gesagt, naja, dann richten wir so ein Infosystem ein. Wir verschicken mit der Anwaltspost immer an alle Gefangenen das Gleiche, also Zeitungsausschnitte, Abhandlungen zu Themen, zu denen die sich interessieren. Und das wurde dann rumgeschickt. Das war das sogenannte Informationssystem. In der Öffentlichkeit wird heute noch immer behauptet, dieses Informationssystem hätte eine Kommunikation zwischen den Gefangenen und denen im Untergrund hergestellt oder bedeutet. Da ist null dran wahr. Bis zuletzt ist das nie gemacht worden. Und das hätte auch kein Richter geduldet. Oder es hätte auch keiner mitgemacht. Und auch, also wenn da, nehmen wir an, da wäre jetzt ein Brief drin gewesen, den der einer irgendwie reingeschmuggelt hätte, von irgendjemand, der draußen war, im Untergrund und da, wo dann drin steht, lieber Andreas Bader, gib uns doch eine Anweisung, wen wir jetzt umbringen sollen oder so. Das ist völlig außer Diskussion gewesen. Da sehe ich den entweder zurückgebracht mit dem Ausruf der Empörung oder gleich in den Ofen geworfen oder so. Also das war das nicht. Es gab so eine Information. Man kann jetzt sagen, das ist nicht Aufgabe eines Anwalts. Sag ich, ja, stimmt. Ich hatte sogar die Vorstellung, das steht auch in einem meiner Rundbriefe da drin, dass man eine Connection herstellen könnte, da sind wir wieder bei der Universität, mit Leuten an der Universität. Ich hatte damals gedacht an die FU und da insbesondere an das OSI, also Otto-Suhr-Institut, dass man so eine Diskussion auch organisiert zwischen denen im Knast und denen, die zu ähnlichen Themen an der Universität arbeiten, damit die Gefangenen auch mal aus ihrem eigenen Sumpf da rauskommen. Die hatten ja nachher eine Sprache, die habe auch ich nicht mehr richtig verstanden. Also irgendwie mit Abkürzungen und Slang und weiß ich was. Das war nicht nur die Sprache, sondern überhaupt die Gedankenwelt. Und da dachte ich, die müssen ihre Theorie von der Weltrevolution und von dem bewaffneten Kampf an der Seite der Tupamaros von Uruguay und von Argentinien jetzt auch mal begründen gegenüber Herrn Professor Anjuli oder so. Damals berühmter oder bekannter, einflussreicher Politprofessor. So, das war die Vorstellung. Das hat nicht geklappt, weil ihr dazu natürlich die Genehmigung, das wäre ja dann sowas von außen gewesen, irgendwie
der Gerichte hätten kriegen müssen. So etwas habe ich versucht zu machen. Das heißt, da sind Sachen praktiziert worden, von denen ich sofort sage, natürlich habe ich das noch nie bei einem anderen Mandanten auch nur versucht, sowas zu machen, aber das waren Umstände, um dieser zweiten Aufgabe irgendwie gerecht zu werden. Ich habe ja auch, das war ja kein Vergnügen, die saßen ja in den verschiedenen Gefängnissen, in Berlin, in Schwalmstadt, Stuttgart, Wittlich, Köln und so. Und ich habe so alle 14 Tage oder jede Woche, aber dann immer zu verschiedenen Haftanstalten, so eine Rundreise gemacht, 2 Tage, wo ich dann die verschiedenen Knast besucht habe. Das habe ich da auch nicht gemacht bei anderen Mandanten. Die habe ich dann irgendwie vielleicht 2-mal besucht und dann kurz vor dem Prozess noch mal länger und so. Aber die habe ich, ich hatte mir selber gegeben durch die Umstände so eine Art Betreuungsauftrag. Dass wir mal mit jemandem reden, diskutieren können und so. So. Und daraus ist das alles entstanden, eine Anklage, die so dick ist, 480 Seiten, 3-mal so dick wie die von Andreas Bader, und die führte dann zu meiner Verurteilung. Allerdings haben sie 5 Jahre gebraucht für diese Anklage. Also so ganz klar, der Ströbele hat da das und das gemacht. So, ich bin jetzt, oder versuche jetzt eine Diskussion auch hier zu stellen, mit ehemaligen Leuten auf der anderen Seite, nämlich von der Bundesanwaltschaft. Da gibt es ja welche, die auch ein bisschen geläutert sind und jetzt auch in Pension sind. Und mal über die damaligen Verhältnisse zu reden, warum die das eigentlich gemacht haben. Die mussten doch wissen, was sie da anrichten. Ja. Und die späteren Generationen, die dann in den Untergrund gegangen sind, viele von denen, das haben wir dann nachher auch überhaupt erst gemerkt, als die dann auch anfingen zu bomben und Anschläge zu machen und Befreiungsaktionen zu starten, kam aus einer Politisierung und Solidarisierung mit den Gefangenen in dieser Notsituation. Also wenn der Staat sich anders verhalten hätte, hätte ich mich vielleicht auch anders verhalten und dann wäre vieles anders gelaufen. Aber ich habe mal ganz ungeschützt gesagt, weil ich ja auch, ich hatte eine Veranstaltung letzte Woche hier am Kammergericht, also mit Juristen, mit der juristischen Gesellschaft. Viele, viele Leute da, weil die so richtig den Ströbele mal pilern wollten oder hören wollten, wie der das erklärt, auch solche Fragen. Und da habe ich ganz gesagt, wenn in den 70er Jahren, 60er und 70er Jahren, wir ein solches Bundesverfassungsgericht gehabt hätten, mit solchen Entscheidungen wie heute, mit so einem Auftrag, mit so einem Geist, oder ein Bundesgerichtshof, der so besetzt gewesen wäre, dann bin ich fast sicher, dass die Geschichte, ich weiß nicht wie, aber anders gelaufen wäre. Weil wir waren in der Situation, also es gibt zwar immer die Instanzen bei Gericht, aber wenn wir mit einer Beschwerde beispielsweise gegen die Haftbedingungen, haben wir uns viel Mühe gemacht, medizinische Fachleute zu Rate gezogen, dann 16 Seiten Schriftsatz an den Bundesgerichtshof geschickt oder nachher ans Bundesverfassungsgericht, da kriegten wir einen Vierzeiler zurück. Ne? Die haben sich mit den Argumenten nicht mal auseinandergesetzt. Obwohl gleichzeitig Amnesty auch in Deutschland dazu aufgerufen, die Amnesty hat die Haftverhältnisse kritisiert wie ich, und die haben, es gab Kampagnen in Deutschland gegen Isolationshaft, beispielsweise bei Leuten von der IRA, die in Haft waren, wo das auch praktiziert worden ist, wo sich auch in Deutschland die politischen Leute aufregen. Aber im eigenen Land? Ja. So, das heißt, es waren besondere Umstände, es war keine andere Möglichkeit der Abwehr, der etwas hilflosen Abwehr, als diese Versuche. Und das ist dann nachher in diese Gewaltorgie 1977, also es fing ja vorher schon an, 75, Drenkmann, Lorenz-Entführung und so, wo dann irgendwie sich eine Gruppen gebildet haben, das waren ja überwiegend ganz neue Leute, die ich nicht kannte, die gesagt haben, da hilft nur, wir müssen noch brutaler sein als die anderen. Danke so, das für die, doch, ich denke, das war nochmal absolut bei unserer Diskussion über dieses Thema notwendig, da nochmal tiefer auch hineinzusehen, auch mit Ihrer
persönlichen Involviertheit und Betroffenheit, bitte. Ja, es fielen ja nun auch Namen wie Horst Mahler oder zuletzt Bernd Rabehl, die sich dann später doch rechtsextremen Gedankengut zugewandt haben. Und das ist doch sehr schwer eigentlich rational nachvollziehbar. Oder es gibt Otto Schily, der vielleicht nicht rechtsextreme Gedanken vertritt, aber doch immerhin autoritäre und rechte Gedanken, also zum Beispiel auch pro Überwachung. Und da fragt man sich doch, wie kommt es zu diesen, ja, also zu diesem Wechsel, den man wirklich nur schwer nachvollziehen kann aus meiner Sicht. Und gibt es dann vielleicht doch einen vielleicht direkten Weg von den 68ern zur AfD? Sie wissen das. Wofür wurde jetzt geklatscht? Und wer war das? Ja, ja, bitte. Also, das ist natürlich ganz, ganz böse. Stimmt, Horst Mahler ist ein Antisemit und sitzt ja auch, nachdem er über 10 Jahre in Haft gewesen ist, wegen Beteiligung an der RAF. Mit einem übrigens damals sehr, sehr bedenklichen Urteil, von dem auch andere Juristen damals gesagt haben, das ist nicht so ganz vertretbar, was da so steht. Aber der sitzt inzwischen, glaube ich, über 6 Jahre nur für die Leugner des Holocaust und hat, glaube ich, noch 3, 4 weitere Verfahren vor sich. Deshalb ist 82, ist am einen Fuß amputiert, also Unterschenkel. Ich will jetzt nicht um Mitleid buhlen, sondern nur mal sagen, also eine ganz schwierige Geschichte. Ich habe keinerlei Erklärung für seine völlige Veränderung. Ich habe mit ihm lange im Anwaltskollektiv und vorher zusammengearbeitet. Er war und ist ein blendender Jurist, also wirklich ein sehr, sehr gut argumentierender. Er hat ja nicht umsonst auch gegen Otto Schily, die saßen sich ja im Gerichtssaal gegenüber, bei dem ersten NPD-Verbotsverfahren sich bei dem Gericht durchgesetzt, also gewonnen, gegen die Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, die vertreten war von Otto Schily. Also er ist nach wie vor ein exzellenter Jurist, aber er hat eine Auffassung ganz dezidiert, die schrecklich ist. Und wie das dazu kommt, das kann ich hier nicht erklären. Bei Rabehl ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich habe auch gehört, dass es da so Äußere gibt. Ich habe mit dem danach nie wieder geredet. Ich kannte ihn auch vorher nicht näher. Und bei Otto Schily, naja, mit dem war ich ja lange Zeit, mit dem habe ich zusammen hier in Berlin die Alternative Liste noch gegründet und war zusammen ja auch in der ersten Bundestagsfraktion der Grünen in den 80er Jahren schon. Tja, ich will ihm jetzt auch nicht zu nahe treten. Ich habe ganz, ganz selten mit ihm Kontakt. Zu Mahler übrigens überhaupt nicht. Und ich vergleiche das immer mit der Situation, in der wir damals gewesen sind. Wir haben natürlich uns sehr stark damals auch mit den 20er Jahren beschäftigt. Also mit den Kommunisten und Rosa Luxemburg und Liebknecht und der Entwicklung der Kommunistischen Partei und so. Und haben damals auch zur Kenntnis genommen, dass ja viele Kämpfer aus der Kommunistischen Partei und Rotfrontkämpferbund, also richtige gestandene Kämpfer auch für den Kommunismus in der Weimarer Zeit, nachher bei der SA und SS gelandet sind und da einige ziemlich rühmlich auch hervorgetreten sind oder unrühmlich hervorgetreten sind. Und das konnten wir uns auch nie erklären. Wie kann man Kommunist sein und so intensiv, dass man dafür auch sein Leben riskiert und so und dann zur SS gehen? Gut, die Menschen sind so, dass sie offenbar sich verändern und prägen. Für mich sind eigentlich diese wenigen extremen Fälle, wo man ich da Otto jetzt ausnehme, Otto Schily, der hat Gesetze gemacht,
auch unter Rot-Grün, da war ich ja auch im Bundestag, wo wir dann, also ich und andere immer versucht haben, dem wenigstens die Spitze abzubrechen, meiner Ansicht nach auch mit Erfolg, aber er hat eine Law-and-Order-Politik gemacht und schon vorher in der SPD ja auch. Er hat den großen Lauschangriff in der SPD durchgesetzt, die wollten das ja gar nicht. Und so, also solche Sachen, das muss man sich immer vor Augen führen. Und ich glaube, die sind eigentlich nicht so, die mich ärgern. Jetzt ist ja in diesem Jahr, dem Jubiläumsjahr, wird ja sehr, sehr viel veröffentlicht, auch von ehemaligen Teilnehmern an der APO. Da gibt es andere, die Bücher schreiben oder Artikel schreiben oder in Radiointerviews höre, wo ich bei dem Maler und so, da weiß man das ja inzwischen, aber wo ich dann denke, mein Gott, warum? Auch wo die nachher gelandet sind. Aber so sind die Menschen, aber so sind viele. Viele von denen, wir waren nun wirklich Anti-Autoritäten, haben gesagt, alle Autoritäten muss man hinterfragen und wir lassen uns da nichts sagen und wir brechen alle Tabus und so. Und dann plötzlich, als diese K-Gruppen aufkamen, als diese Wende anfing, wie gesagt, das waren nur wenige, die in die K-Gruppen gingen. In Berlin war das die KPDAO. Selbst so ungeheuer kluge Köpfe wie Christian Semmler, den ich sehr geschätzt habe aus der APO-Zeit, der war so ein bisschen der Konkurrent für Rudi Dutschke, war dann nachher plötzlich in so einer K-Gruppe und auch noch ein Führer da in dieser K-Gruppe. Und die kamen dann eines Tages zu mir und sagten, lieber Genosse Ströble, wir müssen jetzt etwas kürzer treten mit unseren Treffen und so. Die Partei sieht das auch nicht so gerne. Und dann die Frage, mit wem ich mich treffe und so, das will die Partei auch wissen und so. Ich sage, ich höre nicht richtig. Also wie dann Leute, oder auch die dann bei den Grünen gelandet sind. Es gibt ja auch welche aus der damaligen Zeit, die dann bei den Grünen waren, wo die dann, sagen wir mal, zu den Superrealas gehörten oder Realo. Das ist mir ein Rätsel. Also. Das wäre vielleicht mal eine Matinee. So ist das Leben. Psychologen darüber zu reden, warum plötzlich solche Brüche entstehen. Ja, man soll aufpassen, das zu psychologisieren. Also das Leben ist lang und da erlebt man viel und kommt dann vielleicht aus welchen Gründen auch immer zu anderen Überlegungen. Sicherlich kann man dem pauschal zustimmen, aber ich denke, es würde sich trotzdem lohnen, mit Experten sozusagen darüber zu reden, warum bei bestimmten Personen dann Biografiebrüche, Logikbrüche entstehen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Noch eine Frage. Ja, zum einen eine ganz, ganz kleine Kritik. Drei Dinge bzw. Menschen haben Sie als Ursprung, als Grund für 68 vergessen. Das war Filbinger. Filbinger, CDU, Filbinger. Das war ja mit einer der Auslöser für 68 sehr deutlich. Kissinger auch. Kissinger, muss man wissen, war damals Bundeskanzler und NSDAP-Mitglied, ja. Mit einer sehr befleckten Weste. Und das war ein wichtiges Ereignis, als Beate Glasfeld, die dann auch von uns vertreten worden ist im Anwaltskollektiv, den in der Öffentlichkeit geohrfeigt hat, also ihm eine Ohrfeige gegeben hat, wegen seiner NS-Vergangenheit, um auch darauf aufmerksam zu machen, was er war. Aber das war einer der vielen Nazis, die da, und vielleicht das Problem für heute ist, für mich völlig unverständlich, immer noch, also ich kenne Willy Brandt nicht persönlich, aber wie der Widerstandskämpfer Willy Brandt mit dem in eine Koalition gehen konnte, was er da selber an Überwindung hoffentlich, wahrscheinlich haben musste, um das zu können, das müsste man auch mal klären. Ich weiß nicht, ob er das irgendwo mal aufgeschrieben hat. Ja, und das Dritte, das gehört genau dazu, und das war wirklich sehr, sehr zentral, waren die Notstandsgesetze. Richtig. Ja. Ja, die waren ja dick. Aber das, was mich interessiert, was ich damals nicht kapiert habe, es wurde jetzt schon ein bisschen angesprochen, ich wirklich wortwörtlich für irrsinnig gehalten habe, heute nicht kapiere, wie kam die militante Linke auf den Gedanken, auf die
Vorstellung, dass in der Bundesrepublik tatsächlich ein Potenzial für eine Revolution bei der Arbeiterschaft, bei den normalen kleinen Leuten bestand und dass sie nur eben mit Gewalt ein Stück weit vorgehen müssten, damit diese Revolution auswirkt. Das ist ein Gedanke, der mir bis heute noch verschlossen bleibt. Haben Sie, Sie waren näher dran, da eine Erklärung? Also diese militanten Gruppen sahen sich ja im Bündnis oder an der Seite der Befreiungsbewegung, zum Beispiel in Lateinamerika. Damals gab es in Lateinamerika fast nur Militärdiktaturen. Überall gab es militante Befreiungsbewegungen, waren ja sehr militant. Also die bekanntesten waren die Tupamaros. Mario Giga hat da ein Buch geschrieben, das war die Bibel ungefähr der Militanten, auch in Deutschland. Und auch in anderen Ländern Lateinamerikas gab es solche Guerilla, Stadtguerilla-Bewegungen. Dieser ganze Begriff Stadtguerilla und so, das kommt alles aus Lateinamerika. Und man darf ja nicht vergessen, auch in Afrika, auch Südafrika war damals, wir waren an der Seite von Mandela, aber Mandela war ein Terrorist. Ja, und Strauß ist dahin gefahren, um die Apartheidsregierung zu stärken. Und so. Das war die Zeit, aber Sie haben recht, die Notstandsgesetze waren ein wichtiger Anlass, auch zu demonstrieren und zu sagen, es geht jetzt in eine ganz, ganz schlimme Richtung. Wobei gerade der Kampf und das Engagement gegen die Notstandsgesetze sehr stark von den Linken, die, sagen wir mal, in der Nähe sich selber sahen von SEW, also hier in West-Berlin und auch, es gab ja auch in Westdeutschland Kommunisten, übrigens auch eine ganz, ganz traurige Geschichte, weil was mit Kommunisten oder Leuten, die dafür gehalten worden sind, im Kalten Krieg in den 50er und 60er Jahren passiert ist, für was sie ins Gefängnis geworden ist, kann man einen eigenen Vortrag darüber halten, ist auch schrecklich. Eine Vergangenheit, die überhaupt nirgendwo bisher aufgearbeitet, jedenfalls kenne ich nicht, da aufgearbeitet worden ist. Einzelschicksale von Leuten, die wirklich in dem Widerstand gegen die Nazis ihren Ehegatten verloren haben, der hingerichtet worden ist, in einer Widerstandsgruppe gewesen ist, die dann nach dem Krieg hier in West-Berlin und andere in Westdeutschland in einer Weise behandelt wurden wie Aussätzige. Also es gibt ungeheure Schicksale gibt's da. Aber wollen wir jetzt nicht abschweifen, also es war so, Filmiger war natürlich, was so ein Auto, guck mal, es geht doch, so ungefähr. Wobei klar, das war nur eine Ohrfeige, aber eine sehr spektakuläre, die auch die Weltöffentlichkeit aufmerksam machte. Und diese Auffassung, warum waren die der Meinung? Die waren nicht der Meinung, dass das hier sofort in Deutschland klappte, sondern die waren der Meinung, man muss dieses Feuer, also wir hatten diese Idee der Stadtguerilla da weiterentwickelt. Das Feuer, was in vielen Ländern ja schon brannte mit solchen Stadtguerilla-Gruppen, muss man auch in die Metropolen tragen. Dadurch werden die Unterdrückerländer, sag ich mal so, auch geschwächt. Das gab es ja in Italien ganz stark, die Roten Brigaden zum Beispiel in Frankreich, die ja auch der Meinung waren, nicht wir kommen morgen an die Macht oder in einem halben Jahr oder so, sondern wir sind Teil eines weltweiten Kampfes und unsere Aufgabe ist es, die Bestie auch an ihren Flanken, an ihren Hinterläufen oder weiß ich, im Kopf zu schädigen. Also, dass jemand von denen gesagt hätte, also wart's nur ab, ich muss jetzt hier nur ein halbes Jahr drin ausharren, dann wird der Funke überspringen und dann wird die Arbeiterschaft losgehen. Ich glaube, das hat er, aber ich habe jetzt keine Gewissensprüfung da gemacht bei denen. Aber so war einfach die Theorie, es gibt ja auch viele Bücher darüber. Politik funktioniert ja nicht nur von der Vernunft her, sondern auch von den Emotionen her. Und deshalb lässt sich das, glaube ich, schon auch erklären, auch wenn es eigentlich unverständlich ist. So, damit Sie, lieber Herr Ströble, nicht erzählen, Sie sind erstmal nicht reingekommen in die Universität, sondern auch nicht losgelassen, Sie sind gefangen gehalten worden hier. Wirklich jetzt ganz eindeutig die letzte Frage. Ja, und ich muss mich auch ganz kurz fassen. War ich ja bitte. Achtung, also sogar vergessen, das Mikrofon zu nehmen.
68 war ich ja gerade mal 12 Jahre alt. Und ich muss sagen, es kann sich wahrscheinlich ein Jüngerer gar nicht vorstellen, welchen Einfluss diese kleine Gruppe, wie Sie ja gesagt haben, hatte. Sie hat eine ganze Generation bewegt und mich wahrscheinlich auch dazu gebracht, bestimmte Dinge politischer zu sehen und auch politisch zu denken, ja, auch schon in diesem Alter. Und es wurde unheimlich viel erreicht. Also ich glaube, wenn man geschichtlich zurückbringt, also die Freiheitsrechte, die erkämpft worden sind, was Sie alles erwähnt haben, das ist eine ganz, ganz große Leistung, die man gar nicht so gering schätzen kann. Und mich persönlich erschrickt wirklich, wenn jetzt Leute kommen und sagen, das sei jetzt rot-grün versifft. Erschrickt Sie das nicht? Nee, also ich meine, diese Bayern, die kann ich einfach nicht ernst nehmen. Ich habe ja ein so eine Diskussion, die auch im Tagesspiegel war, die allerdings völlig oberflächlich geführt wurde, mit der Frau, wie heißt die? Bär, der neuen Star aus Bayern, der Abgeordneten jetzt, die auch Staatssekretärin, glaube ich, parlamentarische Staatssekretärin geworden ist, die hat dann auch solche Sachen da vertreten. Also die sind dann natürlich auch hilflos, weil sie gar nicht wissen, wovon sie reden. Und also Rot-Grün versifft. An Rot-Grün haben erst die Enkel gedacht oder so. Also das war ja nun ganz, ganz weit weg. Und die APO hatte auch nie die Vorstellung, dass sie mal für den Bundestag kandidiert und da vielleicht Gesetze macht oder sich an einer Regierung beteiligt. Also das ist alles Blödsinn natürlich, das ist irgendwie Polemik und schließt an natürlich an Emotionen, weil das wird ja, das ist ja in der Nähe der Argumentation auch der AfD, die sagen, die Grünen und die SPD und natürlich die anderen inzwischen auch, sind schuld daran, dass Deutschland untergeht und dass Deutschland überfremdet wird, Deutschland bald nicht mehr existiert und wir Deutsche müssen uns schämen hier. Also das ist alles in dieser Richtung und wenn ich mich dafür einsehe, ich finde immer noch Multikulti, ich bin nicht bin der Letzte, der das alles verherrlicht oder sowas und toll findet. Ich weiß, was für schlimme Sachen meine lieben türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger anstellen und tun und in der Familie und aus der Familie und weiß, wie sie selber untereinander auch Probleme haben, weil die einen den Schritt in die Moderne schaffen und die andere weniger und so. Also, aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, die versuchen an solche Ressentiments und dann ist diese Bezeichnung Multikulti, das nimmt ja die Kanzlerin so am liebsten immer, die ist Multikulti, so richtig als Ekelbegriff, so. Wo sie als Mecklenburgerin wahrscheinlich sowas auch nie irgendwie erlebt hat, als Normalbürgerin, wie eigentlich so ein Leben ist in einer Multikulti-Stadt wie Berlin oder wie Kreuzberg, sondern nur als Kanzlerin und da ist sie. Von der Limousine aus sieht das vielleicht ein bisschen blöder aus, ja. Also ich kann mir das nur so erklären und ärgern tut mich das überhaupt nicht, sondern ich lächle dann über die und habe ihr gesagt, also wenn der Herr Dobrindt mal wieder mit sowas kommt, irgendwie in der Talkshow, würde ich als erstes mal sagen, lieber Herr Dobrindt, jetzt sagen Sie doch mal ganz konkret, was missfällt Ihnen an den 68ern? So viel geklatscht wie heute wurde nie. Und das ist ja kein Abklatschen, sondern einfach nur eine Bestätigung für Ihre Hartnäckigkeit, für Ihren unermüdlichen Kampf, die Welt eben, wie einführend gesagt wurde, verbessern zu wollen. Also wunderbar, dass es geklappt hat, dass wir zusammenkamen. Es tut mir wirklich leid, dass die Universität von heute so aussieht und handelt, wie sie handelt. Soll nie wieder vorkommen. Wir werden uns demnächst da vorne hinstellen
und dafür sorgen, dass niemand mehr abgewiesen werden wird. So, nun natürlich wie üblich bei uns, wir haben ja weitere Matineen vor uns. Die nächste findet am 3. Juni statt und unser Thema ist Zornpolitik, wie Emotionen unsere Gegenwart bestimmen. Also jeder kann, glaube ich, erahnen, worum es geht. Es geht also um den Hass, der sich ausbreitet, nicht nur gegen Ausländer, natürlich wieder auch gegen Juden, also um den Antisemitismus und anderes geht es. Und wir haben glücklicherweise jemand gewonnen, der zurzeit stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin ist, Herrn Professor Uffer Jensen, der dazu auch ein Buch geschrieben hat. Wir haben bereits auf unserer Webseite zu dieser Thematik Zornpolitik hingewiesen. Also ich würde mich freuen. Wir waren heute viele andere, meistens kommen zu uns Piraten. Heute sind wir durchmischter. Danke, Herrn Ströble. Wenn Sie auch in Zukunft bei der einen oder anderen Matinee mit dabei sind, wir sind ja keine politische Partei, aber wir wollen eben Angebote unterbreiten, wie man eigentlich auf Themen blicken sollte, wenn man nicht selbst auf diesem Gebiet Fachmann ist. Das heißt, wir unterbreiten ein Angebot zur politischen Bildungsarbeit. Und insofern tausend Dank, dass Sie da waren. Erzählen Sie davon, machen Sie mit demnächst, die Rechten abzuwehren, noch viel stärker als in der Vergangenheit. Also wir sind jedenfalls mit dabei, obwohl wir eben, wie gesagt, parteiübergreifend hier mit unserem kleinen Verein nur tätig sind. Ja, tausend Dank. Okay. Ich setze mir mein Lied ab. Wenn Sie wollten, sind Sie natürlich noch eingeladen können. Thank you.